Los! Bum, 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 bum. Wir sind wieder da. Runde 2 Hallo. heute, Tag 2 mit Andreas Preis. Der Preis ist heiß. Oh Mann, ich habe heute echt gute Laune. Es ist zu gut. Das ist nicht so. Die Laura Zalenga, die Man Dame, hat mich freut schon sich eben eben mit Namen, ausgelacht. wenn man Nur Döner ein heißt. bisschen. Ich muss aber allerdings noch mal kurz hier was ändern, weil hier unten nämlich noch steht Laura Zalenga. Aha. Und das machen wir nochmal schnell weg. Und du bist Fast. ja nicht die Laura Aber jetzt Zalenga, weißt du, wie sondern man du, es macht. jetzt weiß ich, wie man es Weißt du, macht. wie man es macht. Und jetzt Na, die müsste Haare nämlich sind vielleicht. da. Das T-Shirt ist ähnlich. Bam, bam, bam. Sollte jetzt funktionieren. Und hat nicht Nein, du funktioniert. musst auf ein anderes Screen gehen zuerst. Geht auf deinen Computer und dann Ja. wieder zurück. Nein, Ach so, dann wieder hier und dann wieder zurück, oder? nein. Nein, auf seinen Screen. Ach so, auf sein Ja. Screen. Geh hin. Ja. Mach. Okay. Und dann wieder Jetzt schnell groß. zurück, ja. Ah. Dann ist Refresh. Yeah, da steht's, da Oh, steht's. Danke, okay. danke. Diese technical things, so technical. Ja, schön, dass ihr da seid. Runde 2 heute mit dem lieben Andreas. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Tag 2. Und genau, wir haben ja gestern so eine super coole Session gehabt mit dir, wo du uns deine schönen. Hast du eigentlich einen Begriff dafür, wie du das nennst? Deinen Style? Also, man sieht es hier im Nee. Hintergrund für diejenigen, die Mama neu schon dabei Sachen sind, mit dieser auszusehen. schönen Eule. Das kann Passt gut auch zu deinem sein, Tattoo ja. übrigens, ne? Hier, Ja. Harry Potter und Hedwig. Ist ein bisschen. Ist ein Harry Potter Tattoo? Klar. Ist eine Weile her. Tja. Ja, gut, ich glaube, im Buch war es auch nie irgendwie wirklich erwähnt, also es sei dir verziehen. Ich gucke jetzt mal ganz kurz hier rein. Genau, wir hatten jetzt gestern, wir switchen auch gleich nochmal rüber bei dir, zu deinem tollen Adler, den du da angefangen hast. Aber genau, gestern ging es ja auch vor allen Dingen darum, dass du so ein bisschen erklärt hast, was du machst, ne? Und du machst schöne Sachen. Hast du jetzt eben, du hast es noch nicht erklärt, ja? Oder wie nennst du das? Ich habe keinen Namen dafür. Also Also musst ich. du einen Namen dafür Nein, finden. warum? Ich wurde schon Warum oft nicht? gefragt. Ich weiß nicht, warum brauche ich einen Namen für einen Stil. Also, warum? Ja. Ja, aber warum? Sag. Wie, warum? Weil du dann was Neues erschaffen hast. Und kannst Habe ich sagen, das ich nicht, wenn es habe keinen den. Namen hat? Die Leute wollen ja darüber sprechen. Dann müssen sie sich einen Namen Ja, aber du bist doch der Creator. geben. Ja, aber ich muss deshalb ja nicht sagen, wie Die. das heißt. Der Preisdeal. Ja, zum Beispiel. Pricing. Ich weiß, ich wurde es tatsächlich schon oft gefragt, ich habe keine Ahnung. Mir persönlich ist es wurscht. Also. Ich guck mal ganz kurz in Ich den Chat. zeichne. Du zeichnest, ja, Ich aber. zeichne halt. Überleg dir jetzt mal einen Namen. Wir brauchen jetzt, wir müssen einen Namen jetzt dafür finden, wie wir das nennen. Vielleicht Ist hat die eine Community große ein Stärke paar. von mir, Namen erfinden. Guck mal gerade rein. So, ich gucke jetzt mal gerade. Der André ist da. Nancy Art wieder zurück. Patrick, Joachim, Adam, Thomas Böttcher, Thomas Alexa Pitsche. und alle anderen, die jetzt noch da sind. Ganz viele. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mit fleißig kommentiert und mitmacht. Das ist immer ganz schön. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Dr. Jekyll Hyde, mein favorite name. Weiß nicht, ich mag diesen Namen super gerne. Ich muss immer an die wilden 70er denken, wenn ich dann irgendwie diesen Namen lese. Oder an Jekyll und Hyde, diese Serie, die es früher gab. Matthias ist auch wieder da, Kevin, Ralf, Wolfgang. Da sagt einer, wir haben die Musik an, wir machen Video schnell aus, aber die dürfte gar nicht an sein. Musik? Weiß nicht, ist die Musik an? Ich sehe nämlich hier, dass sie eigentlich aus ist. Aber schauen wir mal, Thoralf ist auch da, Annika, ja, schön, dass ihr alle da seid. Genau, wir haben gestern eben schon die erste Session gehabt, das ist was Cooles gezeigt und heute machen wir weiter. Na, du hast ja auch noch ein anderes cooles Thema, was du uns zeigen willst, nämlich wie man in Behance eigentlich seine tollen Projekte da überhaupt mal reinschiebt und das schön präsentiert, damit die ganze Welt sagt, wow, das ist ein echter Andreas-Preis. Das Genau. mäßig. Ne? Die Banderole-Stimme, jetzt steht da Eva Wiedermann, also wirklich dieses System. Warum ist es jetzt schon wieder zurückgekommen? Eben stand es doch richtig da, okay. Dann danke fürs Aufmerksam machen. Danke, Lennart. Also irgendwie, dieses System ist Ist aber auch manchmal ein heiß hier drin. wenig. Dir ist heiß? Ja. Ich mach gleich mal das Fenster auf. So, ich mach's nochmal klein und nochmal groß. Jetzt muss es aber stimmen. Jetzt ist wieder da. Hey. Warum auch immer das wieder zurückgeswitcht ist. Vielen Dank nochmal. Und das Lustige ist, die Eva Wiedermann war im, ich glaube im April war sie da. Und seitdem sie da war und die diese Banderole bei ihr reingemacht haben, kommt das immer wieder wie verhext auf einmal dahin. Ne? Also wir haben es nirgendwo mehr eingespeichert, aber es kommt trotzdem einfach immer wieder. Ich glaube, es soll ein Zeichen für uns sein, dass wir die Eva mal wieder einladen.
Das hier, Rufus, Eva Wiedermann, die Banderole ist wieder aufgepoppt. Oh, wieder, okay. Classic. Ja, einfach klein. Genau. Jetzt ist es wieder normal. So, okay. Mein lieber Andreas, magst du vielleicht schon mal ganz kurz erzählen, wer du bist, so in einer Minute und dann nochmal ein kleines Recap, was wir gestern gemacht haben. Ich switch dann auch auf deinen Screen und dann können wir auch schon loslegen. Ich bin Andreas Preis aus Berlin. Oh. Nicht Eva Wiedemann. Steht auch nicht schon da. Auch nicht Laura Zalenga. Auch nicht Laura Zalenga. Genau. Auch nicht Jan Dünne. Was? Nee, also ich bin Illustrator aus Berlin. Mhm. Eigentlich studierter Kommunikationsdesigner und habe mich dann auf Illustrationen fokussiert. Bin Freiberufler und war noch nie angestellt. Also am nächsten dran war ich mit einem Praktikum in der Werbeagentur. Mhm. Und mache heutzutage auch teilweise, also bin ich als Künstler auch gebucht. Als Grafikdesigner fast gar nicht mehr. Also kommt vor, aber ganz selten. Meistens als Illustrator oder als Künstler. Mhm. Und ich mache digitale Arbeiten, so wie jetzt hier. Und ich mache aber auch analoge Arbeiten, so wie zum Beispiel kommt Samstag in Berlin bei so einer Shop-Eröffnung. Da werde ich wieder echt malen. Und ich mache auch Wände und Bemaltastaturen und was man mir gibt. Soundbars hast du ja auch. Soundbars, aber die habe ich gestaltet, die habe ich nicht selber bemalt. Für Samsung. Für Samsung. Genau. Ja, sehr schön. Und ich habe halt irgendwann angefangen, viele Tiere zu machen. Dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt, dass ich fast nur noch Tiere gemacht habe. Mhm. Ich freue mich auch über jede andere Anfrage, wo ich kein Tier machen muss. aber es macht mir halt schon Spaß. Also ich habe halt schon als Kind immer Tiere gezeichnet und gemalt. Genau, und ursprünglich habe ich halt sehr so mit Symmetrie gearbeitet, wie auch bei dem Bild hier hinten. Die Eule. Genau, und weil ich das aber schon mal bei einem Livestream gemacht habe, habe ich jetzt diesmal zumindest kein symmetrisches Motiv. Und außerdem auch so eine kleine Weiterentwicklung meines Stils, wo ich gerade so ein bisschen rumprobiere. Also das ist nicht irgendwie schon fertig, sondern es ist so ein bisschen... Switch mal kurz rüber, erzähl ruhig weiter. Genau. Nur, dass man auch mal sieht, was du gestern eben schon... Genau, also das ist der aktuelle Stand. Ich habe dann nochmal ordentlich weitergemacht. Genau. Das hat immer so ein bisschen was von Mosaik, von Glasfenstern. Ich habe halt angefangen, dass ich so versuche, die Dynamik so ein bisschen mit einzufangen, indem ich die Bewegung fortsetze. Indem ich das Ganze aber auch ein bisschen aufbreche. Ich mag es schon, wenn es ein bisschen abstrakter wird. Ja, und an dem arbeite ich gerade und mal schauen, wie weit ich komme. Und ich würde es dann eben morgen mal auf Behance stellen, dass man mal sieht, wie das funktioniert. Weil Behance ist so eine Geschichte, ich weiß nicht, wie oft ich schon Leuten gesagt habe, sie sollen sich bei Behance anmelden. und wie wenige es dann tatsächlich gemacht haben, also selber schuld. Ich kenne Leute, die ausschließlich über Behance ihre Jobs kriegen. Also und es ist halt. Und wir haben ja auch dich über Behance damals gefunden. Genau, also ich viele Jobs, die ich habe, habe ich durch Behance gekriegt. Man muss sich halt, also für diejenigen, die jetzt Behance vielleicht noch nicht kennen, Behance ist praktisch die Plattform, die jetzt auch zu Adobe gehört seit einigen Jahren, bei der sich Künstler praktisch einerseits vorstellen können und auch, ich sag mal, man kann praktisch sagen, ich bin Andreas Preis, ich bin Designer, Illustrator, Digital Artist und das sind meine Projekte. Ne? Und du kannst dann praktisch zu jedem Projekt, das können wir vielleicht ganz kurz zeigen. Meine Seite auf Behance. Genau, und da ist es natürlich ganz interessant, weil es nicht der Fokus ist von wegen, wie man das jetzt zum Beispiel von anderen Social-Media-Seiten kennt, dass man da immer nur einzelne Postings macht, sondern du kannst praktisch ein ganzes Projekt hier eingeteilt eben, genau, kannst dir mal eins zeigen, vorstellen, du kannst auch eben andere Leute vertaggen, die an deinem Projekt mitgearbeitet haben. Und das ist ganz schön, weil du Man hat hier die Bilder, man hat Texte. Ich habe hier jetzt kein Video oder sowas dabei. Man kann natürlich auch Videos mit einfügen, man kann Links mit einbetten. Das ist praktisch wie eine Art Portfolio in zusammengepresster Version. Wenn du zum Beispiel, ich sag mal als Beispiel, wenn du dich jetzt irgendwo bewerben würdest im ganz normalen Jobbereich und sagen würdest, ich würde gerne Angestellter werden, gerade im kreativen Bereich wird man halt oft gefragt, zeig mir doch mal dein Portfolio. Ja. Und dann kannst du einfach den Behance-Link angeben und sagen, hier Leute, und das Schöne gerade bei Behance ist, weil es ja eben auch die Verknüpfung zum Social ist, dass man halt eben auch die Möglichkeit hat, Anerkennung zu geben, also Likes sozusagen. Also du kannst sagen, okay, dieses Projekt gefällt mir sehr gut, das like ich, das sieht man hier auch zum Beispiel, vielleicht magst du mit der Maus kurz drüber fahren über die Zahlen. Hier sind die Likes, hier sind die Views. Genau. Hier links sind so die Galerien, wo man das eben, man kann halt gefeatured werden. Genau.
Und wie ihr seht, hat der Andreas da ganz schön viele Auszeichnungen schon bekommen. Und wenn man gefeatured wird, ist man halt auf der Startseite. Also wenn man Behance.com einfach geht, dann gibt es eine Startseite, da sind die ganzen gefeaturten Projekte. Und also wenn man Behance selbst, halt die größte Seite, wenn man da gefeatured wird, dann hat man an dem Tag Exposure. Wenn man zum Beispiel nur eine Website hat, dann hat man ein paar hundert zusätzliche Zugriffe an dem einen Tag schon alleine. Also ja, das ist schon, das pusht schon ordentlich. Ja. Man sieht ja auch, du hast jetzt hier zum Beispiel auch über 3,5 Millionen Projektzugriffe schon gehabt. Das heißt, ich bin halt sehr lang dabei, muss man auch dazu sagen. Ich war dabei noch, bevor es zu Adobe gehört hat. Das war sehr gut. Das steht hier unten seit September 2009. Krass. Na, 8 Jahre jetzt schon. Das hat sich gelohnt, weil also zum Beispiel diese Follower-Zahl, die ist halt explodiert danach. Weil seit Adobe halt und Behance zusammengehören, was ja auch passt, viel, ne? Viel größer als vorher. Klar, klar. Ja, und das lohnt sich halt. Und vor allem, also wenn man dann, ich finde ja immer noch, eine eigene Website ist besser, oder zumindest eine zusätzliche Website sollte man haben, finde ich. Muss man nicht. Aber Behance ist halt viel, viel schneller einzurichten. Da muss man halt nicht groß überlegen. Du brauchst halt Fotos von deinen Projekten oder Bilder oder Videos. Und du kannst ja trotzdem beides haben. Rein. Genau, also man kann beides haben, aber das ist so schnell aufzustellen und es geht halt nicht ohne online irgendwie sichtbar zu sein. Also ich meine, die eigene Website ist halt auch immer so ein bisschen, du hast ja deine künstlerischen Freiheiten, du kannst auch andere Sachen reinmachen. Aber auf der anderen Seite ist es halt eine Seite, die du halt selbst erstmal aufbauen musst, auch vor allen Dingen mit Traffic und allem. Also du musst die Leute erstmal dahin bringen. Und auf Behance ist es eher so, dass die Leute ja schon da sind. Ein Großteil auf Behance, also ein Großteil der Leute, die auf Behance sind, sind ja auch selbst Künstler und Artists. Ja, und auch die Agenturen sind inzwischen drauf. Genau. Und mir wurde halt damals empfohlen von einer Kommilitonin, die meinte, die kam aus London zurück und meinte, in USA und England würden viele Illustratoren über Behance gesucht. Hm. Und mein allererster Illustrationsjob war halt für Nike und das war über Behance. Und die hätten niemals meine Website gefunden. Was also, hast du damals für die gemacht, wenn ich fragen darf? Das ist auch auf Behance. so ein T-Shirt-Design, das ist schon ziemlich, das ist ziemlich weit unten wahrscheinlich, weil das. Das ist jetzt nicht ganz chronologisch, aber das da? Ja. Genau. Da haben sie mir einmal ein Foto gegeben, haben gesagt, ich soll den doch in diesem Stil zeichnen. Mhm. Da sieht man auch noch, die Bilder sind noch viel kleiner, weil damals konnte man keine so großen Bilder auf Behance stellen wie jetzt. Und das hat echt ewig. Ich habe auch Fotos eigentlich von den Shirts dann, aber die haben das so spät produziert. Also, aber es kam raus. Ja. Größer geht's nicht. Aber ich finde es schön. Ich mag auch den Afro-Look von dem Typen. Ja, das war so ein Leichtathlet aus den 70ern. Aber hatte der im Originalbild auch verschiedenfarbige Haare? Nee. Nee, das war ein Schwarz-Weiß-Bild. Also achso, das war ein Schwarz-Weiß-Bild und du hast es einfach sozusagen selbst interpretiert. Die haben, habe ich auch noch, wahrscheinlich sogar hier, die haben das Bild, das man hier vorne sieht, genommen. Moment, das war mein Mitbewohner. Der wohnt auch jetzt in Berlin. Hey Max. Der ist ja da. Die haben das Foto genommen, beziehungsweise die haben ein Foto, das Schwarz-Weiß-Foto genommen und das, dann haben sie ein Plus dazwischen geschrieben und ist gleich. Und da war eine Silhouette. Und haben, das war das Briefing, das komplette Briefing. Ach krass. Das Bild, das Foto und eine Silhouette. dann siebenseitiger Vertrag. Aber ja, war ein super Job. Cool. Und das war halt auch so. Ich meine, das war halt auf die Hand als freie, private Arbeit einfach so. Ja, hat sich halt schon gelohnt, das so nebenbei zu machen. Das ist ja auch eine coole Sache. Ne? Und hier auch, Enzi hat auch eben zum Beispiel gefragt, würdest du unterschiedliche Projekte zeigen auf Behance und der eigenen Website? Oder würdest du das... Ich zeige nicht exakt das Gleiche. Also ich habe früher auf Behance, zum Beispiel wenn ich morgen dieses Bild online stelle, ich stelle auf Behance normalerweise nicht ein Bild online. Das ist mir zu wenig. Ich mache Projekte, die wenn es Freiprojekte sind, dann sind meistens 5 Bilder bis 10, sowas in dem Rahmen. Ich habe oben bei dem Buch, das ich gerade eben offen hatte, das sind 4 Bücher, das war ursprünglich nur eins, das war auch so, das war mir eigentlich zu wenig für Behance, aber ich wollte es auf der Website zeigen. Es geht halt, es muss auf Behance sein, man kann es aber auch unsichtbar stellen und man hat dann in der Portfolio-Seite hat man dann so ein extra Fenster und da kann man zeigen, was will man auf der Website sehen, was nicht. Mhm. Auf der Website wiederum hat man halt verschiedene Galerien, da kann ich habe zum Beispiel Sachen, die sind doppelt zu sehen, weil ich eine extra Seite habe, nur für Originale. Krass. Weil ich halt jetzt anfange, immer mehr Original zu malen und dann alles, was Original ist, zeige ich da dann notfalls nochmal. Mhm. Das zeige ich dann alles morgen mal ein bisschen genauer. Sehr schön. Aber bin schon gespannt, du. Da kann man sich, ich meine, das ist echt relativ selbsterklärend, man kann sich da recht schnell zurechtfinden. Also ich kann es nur jedem raten, sich auf Behance anzumelden, weil
Ja, wir werden es uns auf jeden Fall ansehen. Wie gesagt. Und man kann auch, wenn man gut ist, wird man auch gefunden. Also weil die, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber die Redaktion oder wie man das nennt von Behance, die auswählt, wer halt gefeatured wird, die bringen teilweise auch jetzt von mir irgendwelche Projekte, die sind dann 5 Monate alt oder so. Also die scheinen wirklich alles zu checken, irgendwie zu speichern, und wenn es dann passt, dann featuren die Sachen. Es gibt ja Leute, die haben ja nichts anderes als Job, als wirklich dann eben Behance zu durchforsten und zu gucken, was gibt es für neue, coole Sachen. Und wenn man jetzt ganz neu das allererste Projekt hochlädt und das ist richtig gut, die Chance ist dann schon groß, dass die das featuren irgendwann. Und wenn es gefeatured wird, dann kommen die Follower und dann... Dann kommt alles von alleine. Dann kommt alles von alleine. Ja, Erik schreibt, also quasi wie DeviantArt mit weniger DeviantArt und besseren Vermarktungsoptionen. Ja, vor allem professioneller. Also DeviantArt ist halt... Das ist auch schon älter, muss man sagen. Älter, es hat halt schon auch ein anderes Image, glaube ich, so in dieser, gerade in der Agenturwelt. Also DeviantArt... Also ich kenne DeviantArt noch aus... Da sind schon gute Sachen, aber da ist auch viel sehr klischeehaftes, trashigeres Zeug. Also ich finde, ich bin da kaum mehr. Also das... Weißt du, dass noch viele Manga-Artists. Genau, das ist halt, das geht halt sehr, sehr häufig auf DeviantArt gut, sowas. Mhm. Kann zum Beispiel sein, dass diese Branche oder auch die Gaming-Branche viel mehr da unterwegs ist, weiß ich nicht. Aber, bei Gaming weiß ich nicht, aber bei dem Manga-Ka. Für mich war Behance einfach immer die professionellere Seite. Also, das ist jetzt die Startseite eigentlich. Und weil das halt auch so breit gefächert ist. Da ist halt auch Grafikdesign und das sind ganz kleine Typo-Sachen. Ja. Da gibt es manchmal Free Fonts. Oder auch will zu kaufen. Ja. Also das ist... Ich finde DeviantArt interessant und ich gehe da auch manchmal drauf, aber Behance ist für mich schon mal nochmal eine andere Welt. Ich finde es halt auch gerade für jetzt, sagen wir mal aus unserer Seite, von Rufus und mir, finde ich es halt auch sehr interessant, wenn du nämlich suchst, wenn du vielleicht mal auf die Suchfunktion klicken kannst. Die ist nämlich super einfach und intuitiv. Also jetzt hier? Genau. Und hast nämlich oben die ganzen Reiter, unter denen du einfach filtern kannst. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir brauchen jetzt, wir haben jetzt das Thema Video, ne? Dann kannst du nämlich zum Beispiel jetzt hier anstatt, Was zum Beispiel, bist du Animation oder bist du direkt? Sagen wir mal Motion Design, ne? Animation, steht das egal, dabei, irgendwas oder? Zum Beispiel in Richtung Video, ich sag, ich bin, genau, Animation oder Motion Design, und dann gehst du aber anstatt Projekte, gehst du zum Beispiel auf Personen. Das finde ich auch ganz cool. Und kannst dann hier nochmal auswählen, nur Deutschland. So wurde ich auch schon häufiger gefunden, tatsächlich. Also man kann halt auch nach Stadt suchen. Ist auch immer ganz interessant, wenn ihr zum Beispiel mal schauen wollt, wen es so in eurer Branche gibt. Bitte? Ist das bei mir gerade Englisch? Da war es schon. Ja, das ist Englisch. Genau, Germany. Und dann kannst du nämlich jetzt hier in den dritten Reiter nämlich filtern, anstatt meiste Anerkennung. Wenn du zum Beispiel sagen willst, ich will das sehen mit den meisten Kommentaren, weil es vielleicht mehr Engagement betrieben hat oder sehr kontrovers ist, oder ich will die Person sehen, die die meisten Likes hat, die meisten Zugriffe, und da kann ich dann schön filtern. Ja. Das würde ich mir zum Beispiel mal für Instagram wünschen. So einfach mal aus der Business-Perspektive einfach mal wirklich suchen kann und filtern kann. Das gibt es leider nicht, aber hier... Sponsor, die kenne ich ganz. Ja, aber hier ist es halt ganz schön, weil du wirklich einfach dir angucken kannst, wen gibt es denn alles so in meiner Branche, oder vielleicht sagt man, okay, ich will zum Beispiel neue Inspiration finden und kann dann halt einfach mal so ein bisschen gucken, was machen eigentlich die anderen? Ne? Also, es gab so ein Beispiel, das ist eine Agentur, ich kenne die, weil ein Freund von mir mit denen immer gearbeitet hat, die jetzt halt auch vertreten sind auf Behance. Also das ist... Ja, aber das ist schön. Die sitzen in München. Komme ich gerade natürlich drauf. Ich habe mit denen sonst nichts zu tun. Keine Schleichwerbung. Aber macht ja auch Sinn, als Agentur da drauf zu sein, weil du willst ja auch Aufträge sammeln als Agentur. Ja, oder ich meine, selbst jemand wie Sagmeister ist halt da auf Behance. Ich glaube jetzt nicht, dass Sagmeister auf DeviantArt ist. Also, weiß nicht. Ja. Ich bezweifle. Ja. Genau. Und dann, wie gesagt, hast du halt auch eben so Leute wie den Robert Ranitzky oder den Sebastian Onufchak, mit denen wir ja auch ganz viel machen. Die jetzt im Bereich Motion Design zum Beispiel auch sehr, sehr groß sind. Mhm. Und das ist einfach schön. Es macht Spaß, da auch durchzugehen. Genau, was man hier übrigens auch noch hat, die meiste Kommentare, ist die Zeit. Ja. Das haben wir gar noch vergessen. Ja. Wenn man da auf insgesamt geht. Stehe ich nämlich oben. wusste ich jetzt tatsächlich nicht, aber ich wusste, dass ich weiter oben bin. Dieser Anthony Todisco, ich kenne ihn immer noch nicht. Der zum Beispiel, der hat erst nach ein paar, da war ich schon ein paar Jahre dabei, da hat der die ersten Sachen gepostet und der ist so schnell durchgestartet, einfach weil das Zeug halt, ja, besonders war. Ja, aber ist doch, der macht ja auch schöne Sachen. Ja, ja, klar. Ich meine halt nur, man sieht, man muss nicht so lange dabei sein, sondern wenn man gut ist oder irgendeinen eigenen Stil hat, dann geht das auch später. Also, ja, und da sind jetzt zum Beispiel ganz viele Leute, die ich kenne. Peach Peach sind aus Berlin. Dexter, der hat auch schon Adobe Live gemacht, aus Berlin. Ja, also.
Ja, aber es ist einfach eine schöne Geschichte zum selbst einfach Inspiration finden oder auch, was ich immer ganz interessant fände, wenn ich jetzt, ich sag mal, aktiv Freiberufler wäre in dem Bereich, vielleicht auch die richtigen Leute für eine Kooperation zu finden. Ja, klar. Ne? Also, weil man eben auch nach Städten suchen kann. Also, das ist schon schön. Genau. Genau. Also gibt es sehr viele Möglichkeiten und man sieht auch hier, und das finde ich auch ganz schön, die direkte Verknüpfung zu Adobe Portfolio. Ja, das ist hier oben. Das ist nämlich auch eine Sache, die man. Genau, und dann kommt man zum. Genau. Wir hatten ja gestern schon drüber gesprochen, ne? Wer Creative Cloud, das Creative Cloud-Abo besitzt, der hat auch natürlich die Möglichkeit, sich seine eigene Website ohne extra Kosten aufzubauen. Ich kann sie mal kurz anklicken. Ja, mach Und dann das natürlich gerne. automatisch eingeloggt. Da sieht man jetzt, wie meine Website aufgebaut ist. Genau. Und die kann man sich dann nämlich bequem kostenlos machen. Gibt es natürlich auch Presets, aber man hat auch die Möglichkeit, da selbst Ja. Designs zu machen und Also Co. der Grundaufbau ist jetzt hier ähnlich. Allerdings habe ich hier oben noch diese Seiten mit dem About-Bereich. Genau. Ich habe einen FAQ-Bereich. Und das kannst du ja auch, je nachdem, wie du es haben willst, kannst du ja umbauen, umgestalten. Ne? Das ist ja Ja, alles ganz genau. easy. Also das ist halt dann mal so ein Textblock, das hast du halt so auf Behance jetzt nicht. Ich meine, kannst du natürlich theoretisch machen, aber als Projekt ist ein Ja, bisschen klar. komisch. Nancy hat gefragt, kann man Portfolio auch wieder deaktivieren? Ja, kann man. Du kannst deine komplette Seite auf offline stellen, sodass man sie nicht erreichen kann. Und Und mit auch die. Passwort schützen kann man auch, ne? Genau. Ja. Genau. Du kannst auch, also ich sag mal, wenn man standardmäßig die Seite aufsetzt, dann steht dann natürlich vorne immer, wie jetzt bei dir, ne, portfolio.adobe.com und dann slash bla bla bla, je nachdem, was du dann halt für Aber ein Username man kann hast. es auch, so hier, das ist jetzt die Website, wie es eigentlich im Netz ist. Also Genau. man kann seine Domain reinkriegen. Genau, aber da muss man vielleicht für diejenigen dazu sagen, die jetzt, ich sag mal, in dem Bereich noch nicht so viel gemacht haben, die Domain muss man natürlich immer selbst beziehen. Ne? Also du musst dir dann Genau. praktisch die kaufen oder mieten. Und das machen ja externe Anbieter. Ne? Meistens sind die irgendwo geparkt, diese Domains. Genau, das Oder. war auch tatsächlich so, ich habe irgendwie eine Mail gekriegt, was ich tun soll. Ich habe das meinem Anbieter geschickt und gesagt, ich habe keine Ahnung, um was es geht. Und er meinte, ja, regelt das schon. Und einen Tag später ging es dann. Ja, Also genau. das Was ist, kostet dich? Was wenn man kostet sich dich das? auskennt, anscheinend kann die Domain selber 50 Euro im Jahr, was im weniger. Ich habe die schon total lange, die kostet fast gar nichts. Aber ich habe jetzt drei Domains, weil ich ursprünglich eine andere hatte und die jetzt alle zusammenführen, aber ich gar Also, nicht. es Ich glaube, kostet nicht viel, ich aber zahle im das. Quartal nur 6 Euro Ja, oder das so. ist ja nichts. Also, im Endeffekt, das ist halt das Einzige, wenn man halt natürlich seine eigene Domain haben will, muss man die leider Ja. extra holen. Vorteil ist wiederum, dass man dann halt nicht so wie früher, ich glaube ja keinen Webspace mehr bei meinem Anbieter, weil ja der Webspace eigentlich bei Dabei Behance ist. liegt. Also die Genau. haben ja die Daten. Genau. Ich Und brauche nur die Domain. das ist nämlich ganz schön. Und du meinst es bei Portfolio. Bei den Webseiten ist ja bei Portfolio, liegt also bei Adobe. Ja, genau, es liegt bei Adobe und früher musste ich hatte halt früher zu wenig Webspace. Da musste ich Genau. dazu, und der war halt teuer. Die Domain war gar nicht so teuer, aber mehr Webspace zu Ja, kriegen. also auch Und gerade so jetzt. Sachen wie, ja, oder halt, wenn du sagst, du willst halt zu Hause deine eigene Working Station, hast halt einen Server dir gekauft und der musste halt dann auch 24/7 an sein, das halt auch super teuer war und so hast du halt eben alles drin. Ja, hier hat man halt auch die Titel, Genau. die Metatext, die man setzen kann und Ja. ja, alles dabei. Genau. Tim hat auch geschrieben, DE-Domains kosten 8 Euro im Jahr bei meinem Anbieter. Ich glaube, es hängt auch so ein bisschen davon ab, was du halt für Ansprüche hast. Ne? Ob du da also irgendwie hinten dran .com haben willst, Ja, ob du. auf jeden Fall. Es gibt jetzt diese neuen Domains, Domain-Endungen, die irgendwie Punkt Berlin, Punkt Tokio, Punkt Fahrrad, Punkt irgendwas sind. Haben sie jetzt ja alle neu eingeführt. Das finde ich eigentlich ganz interessant, ne? Dass du auch sagen kannst, wenn du irgendeine regionale Seite haben willst oder wenn einer dieser Begriffe halt auch in deiner Brand drin vorkommt, dass du das dann einfach so reinbringst. Ne, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja, aber du hast halt echt viele Möglichkeiten. Ich glaube, das können wir uns ja morgen nochmal im Detail ansehen. Ja, würde ich dann eben das, was ich jetzt heute zeichne, Genau. würde ich dann als Behance-Projekt erstellen und dann zeigen, Genau. wie schnell man es tatsächlich dann auf seiner Website Ja, hat. sehr schön. Gut, dann lass uns doch wieder zurück zum Vogel gehen. Ja, Der Vogel. Ja, Lennart schreibt also. auch Punkt Design, Punkt Media, schreibt Ansi. Da gibt es echt viele Abkürzungen. Also. Genau, also die E-Domains, es hängt halt, wie gesagt, immer davon ab, was für einen Anspruch du hast, ob du irgendwas Spezielles willst oder ob es eine Domain ist, die zum Beispiel sehr angefragt ist, ne? Die halt viele, naja, viele Suchanfragen in ähnlicher Form bekommen hat, dann kann es auch sein, dass die Domain-Anbieter das mal hochstellen. Aber tendenziell sollte das eigentlich kein Problem sein. Sollte man eigentlich nicht das Problem da drin sehen und wie gesagt, mit Behance und Portfolio hat man dann auch schon zwei super Seiten, in denen man sich präsentieren kann. Und wenn die Projekte dann eben dementsprechend auch gut sind, dann sieht man es ja bei dir, dann funktioniert das auch. Ne? Dann kommen die Aufträge rein und die Anfragen und wie gesagt, wir haben dich ja auch über Behance gefunden damals. Also
Traut euch, versucht's. Jo, gut, dann fange ich mal an. Also mal kurz, ich sollte ja Zwischenstände speichern. Mhm. Deshalb habe ich ganz brav gemacht. Also soweit bin ich aktuell. Mhm. Und so ging es los. Das war eben die erste grobe Skizze, aus der ich dann diese Bleistiftskizze gemacht habe. Also es war nie wirklich Bleistift, es war alles digital. Dann kommen die Fineliner dazu bei mir. Es sah dann so aus. Dann habe ich eben mich entschieden, dass ich da noch so eine Art Sonne dazu machen will. Sonne. Ich mache mal schnell die Sonne Chrome aus. Das zieht anscheinend gerade so ein bisschen. Es lüftet gerade, ne? Ja, ja. Und ich merke, dass es halt ein bisschen langsam ist. Dieses Chrome. Le Chrome. Na, alles zu. So. Aus. Okay, dann habe ich die ersten Farben dazu gemacht. Wie man so die Unterteilung grob. Und dann ging es eben weiter, dass ich halt diese Sonne noch mehr aufsplitten wollte. Und heute sieht die halt so aus. Und jetzt ist die Unterteilung ist schon ganz gut so. Also da muss ich jetzt nicht mehr so viel machen, aber jetzt geht es halt drum, die Linien sauber zu ziehen, Schatten zu setzen, die ganzen Schraffuren. Wahrscheinlich schaffe ich es nicht wirklich alles zu schraffieren. Vielleicht mache ich sogar die Sache mit dem Adler, dass ich ein paar so Muster einfach setze. Das kann ich. Try it. Kann man ein paar Sachen schneller füllen, aber das mache ich jetzt nicht. Das mache ich, wenn dann zu Hause. Nur mal schauen. Also ich probiere jetzt einfach mal, wie weit ich komme. Ja, und wenn jemand Fragen dazu hat, kann er fragen. Es ist immer noch alles handgezeichnet. Also da waren keine Schablonen dabei, keine. Das Einzige, was, also der Kreis hier, den habe ich halt im Photoshop gesetzt, habe ihn aber dann freihand nachgezeichnet. Also der ist, alle Linien, die man jetzt sieht, vorhanden. Nicht wundern, ich habe nur gerade die GoPro angemacht. Weißt du? Ja, sieht man da auch tatsächlich irgendwas? Ja, ich will es noch, ich stelle das jetzt gerade ein. Ich stelle es gerade ein, mach dir keine Sorgen. Okay. Das ist ja jetzt der Plan. So. Das sollte ja funktionieren. Ja. Also ich finde ja schön, dass du jetzt diesen Effekt in Anführungszeichen eingebaut hast, dass das wie so ein bisschen glitchmäßig aussieht. Ne? So Teile vom Vogel, Teile vom Hintergrund sind abgesplittert und hängen so ein bisschen los in der Luft rum und das gibt dem Ganzen so ein bisschen Momentum. Ich mag sowas sehr, sehr gerne. Die Dagmar, die wir heute Abend auch nochmal sehen werden, die macht sowas Ähnliches, beziehungsweise zeigt sie jetzt sowas Ähnliches, gerade im Bereich Motion Design. Heute Abend sehen wir es dann nochmal, 16 bis 18 Uhr für all diejenigen, die sich dafür interessieren, wie das dann eben im bewegt Bild aussieht. Aber ich finde das sehr, sehr, und sowas sehr schön, sehr ansprechend. Irgendwie ist mein Rechner gerade sehr, sehr langsam. Ändert sich noch. Ich hoffe es. Klar. So, wie funktioniert das jetzt nochmal? Wie das jetzt anders rum? So, zack. Jetzt hat. Was hinbekommen. So, jetzt machen wir das noch ein bisschen größer. Zack. Dann sollte das eigentlich funktionieren. Schauen wir mal gleich. So. Jetzt haben wir nämlich hier dieses Bild von der GoPro. Man sieht es jetzt nicht so phänomenal, aber ich versuche es mal ein bisschen anzupassen. Vielleicht geht es ja. Ist leider nicht so. Vielleicht kriege ich es ein bisschen hochgestellt. Ich guck mal gleich, ob ich da was finde, aber sieht es zumindest ein bisschen. Ja, und ich finde es auch schön, Nancy und Erik haben auch geschrieben, ja, dass es eher auf, sie hätten jetzt eher auf Illustrator getippt,
Ne? Wir hatten das Thema ja gestern auch schon mal. Es ist immer ganz interessant, das bei dir zu sehen, weil es eben nicht Illustrator ist, sondern Photoshop. Und du hast die Gründe ja gestern auch schon genannt. Ne? Ich kann es einfach nicht. Also, naja, nee, ich kann es schon so ein bisschen, aber ich bin halt einfach, ich komme aus dem Handzeichnen. Und bis vor ein paar Jahren habe ich alles noch auf Papier gemacht. Was ja auch nicht schlimm ist, ne? Also, warum auch nicht? Und ich mag auch, also wie gesagt, der Look, der im Illustrator entsteht, der ist immer ein Stück weit technischer, als er handgezeichnet ist. Und das gefällt mir auch besser. Da gibt's, ich kenne auch andere Illustratoren, bei denen es ähnlich ist, bei denen auch die Leute denken, das ist bestimmt Illustrator und es ist alles Photoshop. Also. Oh, we have an English guest here, Munir. Hi, Munir. It's great that you're watching. I'm sorry, we have the live stream in English, not in English, but in German. But we also have English live streams later on this day. So, yes. Happy that you're here. Please keep on watching. and we will have English live streams after our sessions today. So, in 5.5 hours. The English live stream should start on Behance, so from home. I think from the US or from EMEA. Yeah. Yeah. No, US from the time there. Switch it auch wieder auf Deutsch. Also wir haben natürlich heute Abend ja auch noch den englischen Livestream auf Behance. Der kommt dann direkt im Anschluss an unsere, also für die ganzen Nachteulen, die sagen, ich will noch mehr. Ich kann nicht genug bekommen. Über die 3 Tage soll es hier einige geben. Tim halt, ne? Genau, der Tim natürlich, der hat das immer. Immer an, nie aus. Aber es ist schön. Es ist schön, dass wir halt auch gerne so viele Streams machen und auch über die verschiedenen Länder hinweg. Also ich gucke ja auch privat immer ganz oft die anderen Streams an, weil jeder Künstler ist halt eigen, jeder ist anders und jeder macht halt auch so sein Ding. Und man lernt nie aus. Ne? Hast du ja auch schon gestern bestätigt. Das ist natürlich super schön. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich diese GoPro, ich würde sie gerne ein bisschen höher stellen. Das werde ich jetzt auch tun. Sie wird ein bisschen emporgestellt, damit man dich besser sieht. Muss nur aufpassen, dass sie jetzt nicht... Ich würde sie ja gerne über deine Schulter hängen. Ich glaube, nächstes Mal holen wir so einen Bodycam-Adapter. Und dann hast du es hier auf der Schulter. Das wackelt aber ganz schön rum dann. Ist doch egal. Ja, wenn du meinst. Oder wir holen ein Stativ von hinten. Lassen wir dich dann so. Guck mal gerade, ob wir hier noch irgendwo ein Stativ rumfliegen haben. Aber ich glaube leider nicht. Ja, die sind ein bisschen... Obwohl. Mach du mal weiter. Ich hole jetzt mal ein Buch stellen oder so. Bitte? Kannst du ja mal ein Buch stellen? Ich hole jetzt mal kurz ein Stativ und mach auch mal für dich das Fenster auf, dass du das. Das ist toll. Puh. Ich mache jetzt 2 in 1. Nicht wundern, bin gleich wieder da. So, auf. Dann holen wir jetzt mal ein Stativ. Jetzt haben wir nämlich hier ein Stativ und dann kann ich das nämlich ein bisschen hochstellen. Gut. Das ist natürlich eins von denen. Die sind alles. Zack, hoch damit. Das ist auch vielleicht einfach einfacher zu sehen. Ich muss nur gerade gucken, ob das Kabel lang genug ist, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Hier, ja, das ist ein bisschen länger. 1. Ich bin ja nicht lang weg gewesen. Ich war nur um die Ecke in unserer kleinen Creative Cloud Küche hier von Studio. Hab noch alles im Blick. So. Vielleicht ist das schon ein bisschen zu hoch, aber ich finde das eigentlich ganz cool von der Höhe. Darf ich jetzt nur nicht so viel bewegen, damit
wir dich hier. So. Wenn das jetzt funktioniert, dann wäre ich sehr happy. Aber wir haben noch ein bisschen Kabel da. Aber leider. Ist natürlich jetzt blöd, dass es so kurz ist. Aber vielleicht kann ich das. Ha! Ich weiß, wie ich es mache. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Mach so ein bisschen runter. Provisorisch was aufbauen. Ich hoffe, das hält, wenn ich das jetzt hier so hinstelle. Aber es sollte funktionieren. Okay. Vielleicht ist das schon zu hoch. Ich will es aber hoch haben. Habe ich noch weniger Platz, aber das geht schon. Okay. Ich hoffe, das steht jetzt nicht im Weg, mein Lieber. Geht das so? Ja. Das ist immer noch zu hoch. Die Tücken der Technik. So. Mach mal ein bisschen tiefer. Immer noch zu hoch. Ich sehe schon, das wird eine schwierige Angelegenheit hier. Ich hätte mir das kleine Stativ eben nehmen sollen. Das ist eins von diesen großen Riesenstativen. Ja, komm, das geht. Mit der Höhe sollte das gehen. Sollte jetzt auch nicht so nervig sein, hoffe ich. In der Höhe. Geht das? Brauchst du ein bisschen mehr Platz? Aber es kann sein, dass ich dran stoß. Dann machen wir es so. Brauchen so ein. Es gibt diese Gorilla-Pots, die finde ich eigentlich ganz cool. Die sind nämlich so schön klein, die kannst du auch irgendwie so anpassen, aber. For the time being. Ja, die Frage, ne? Wie kriegen wir das hin? Aber das wird schon. So. Zählt es natürlich nicht. Doch, zählt. Schreiben die Leute eigentlich so, während du hier rumarbeitest? Die schreiben, ja. Die machen sich lustig über mich, weil ich hier rumhantiere. Wieso bloß? Ach, keine Ahnung. So. Aber es hält zumindest ein bisschen. Und wenn es irgendjemanden nervt, dann tun wir später wieder weg. Aber das sollte jetzt erstmal. Nee, jetzt geht eigentlich klar. Jetzt geht's, oder? Du hast Platz. Gut. Und dann sieht man nämlich, wie du so ein bisschen mit Schulterblick, was du da machst. Ist halt ein bisschen blöd, weil es natürlich hier blendet. Aber. So. Nee, also Tim, keine Sorge. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie alles umreißt. Ich habe es extra jetzt so gestellt, dass. Dass die GoPro einfach drauf liegen kann und sich so ein bisschen an dem Cintiq anlehnt. So, und jetzt sehe ich schon, du hast schon ein bisschen von den Flächen wieder weiter ausgefeilt. Ne? Also hast ja gestern hast du ja schon angefangen, die eine oder andere Fläche so ein bisschen mit Mustern zu versehen und das machst du jetzt ja auch so ein bisschen weiter. Ne? Ja, idealerweise würde ich das mit allen Flächen machen, das ist halt jetzt die Frage, wie viel ich da schaffe bis morgen. Mhm. Deshalb vielleicht muss ich ein paar Sachen anders füllen oder eben nicht füllen. Weil wir ja nur auf Behance wollen. Ralf schreibt, ich habe das Gefühl, gleich wird es laut. Ah, keine Sorge, das hält schon. Das hält schon. Andrea hat geschrieben, wonach. Nee, André, sorry. André hat geschrieben, wonach entscheidest du deine Schraffierung? Hast du ein Muster oder ist es alles im Gefühl bei dir? Das ist das Feeling. Also ich glaube, ich habe so ein paar grobe Regeln im Kopf, die, was ich mache und was ich nicht mache. Mhm.
Aber im Großen und Ganzen ist es nach Gefühl, also gibt's halt, also wie viele Linien ich zum Beispiel nebeneinander zeichne, ich zähle da jetzt nicht mit oder so. Das ist einfach so ein. Also es sind schon mindestens meistens 5 Linien nebeneinander oder eher mehr. Kann aber auch mal weniger sein, wenn es vom Winkel her nicht passt. Oder wenn es gerade total sauber läuft, mache ich auch einmal plötzlich mal 15 Linien. Oder wenn ich weiß, wenn ich jetzt ändern will, muss ich mich verrenken, dann mache ich auch einfach was. Aber hauptsächlich ist es spontan. Also ich habe halt so, was die Farben angeht, ich weiß halt, was hell und dunkel werden soll. Und ursprünglich habe ich das ja schwarz-weiß immer gemacht. Farben habe ich erst seit ein paar Jahren jetzt. Und die setze ich halt auch ein, um andere Farbtöne herzustellen. Ja, warum nicht? Aber da passiert halt sehr viel spontan. Also diese Hauptfarbe, die mache ich halt erstmal so im Hintergrund, die Hauptaufteilung, und dann probiere ich rum. Und ich versuche immer dran zu denken, okay, stimmt bisher, die Schraffur auf eine extra Ebene zu setzen, weil dann könnte ich jetzt zum Beispiel auch die Schraffur ja nochmal ändern. Also ich könnte jetzt auch einen Farbteil, wenn ich merke, der ist zu hell oder zu dunkel, könnte ich den nochmal ändern, ohne dass ich nochmal schraffieren muss. Dann male ich einfach über alles drüber. Das hilft auch auf jeden Fall. Ja, warum nicht? Also ich meine, man braucht ja auch nicht unbedingt ein fertiges System. Manchmal ist es ja auch einfach schön, wenn man einfach sagt, ich habe jetzt gerade eine Eingebung, ich finde, das passt halt besser als jetzt das, ich sag mal, der vorgefertigte Plan, den ich sonst habe. Und ich gucke jetzt mal gerade so ein bisschen, Ich was mache jetzt zum noch Beispiel so. kaum rechte Winkel in den Schraffuren. Also meistens ist es eher schräg. Aber das ist schon so automatisch drin. Ich muss halt immer so ein bisschen an Waldorfschule denken. Warum? Weil, also überhaupt nichts gegen Waldorfschulen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen hier, liebe Ist dir Leute. klar, dass Aber wir. ich habe tatsächlich in der Schulzeit habe ich einige Freunde gehabt, die halt auch in der Waldorfschule waren, was ich überhaupt nicht schlimm fand. Ganz im Gegenteil. Wenn man sich nämlich überlegt, wie viel die eigentlich leisten müssten. Nämlich eigentlich das, was man in der normalen Schule leisten muss und diesen ganzen kreativen Teil. Aber Waldorfschulen sind ja so gebaut, dass sie keine rechte Winkel haben. Also das Ja? Gebäude an sich hat keinen rechten Winkel. Die Räume an sich gehen auch kreuz und quer, so ein bisschen leicht angeschrägt und schief, und das ist so gewollt. Aber es ist halt echt lustig, ne? Wusste ich Also. nicht. Also es hat nichts mit Waldorfschulen zu tun, dass ich das nicht mache. Nee, alles gut. Ich Aber. muss nur gerade dran denken, ne, also wenn man sich auch dein Bild an sich anguckt, dann passt das ja auch so ein bisschen. So, und dann gab es noch die Frage von Dr. Jekyll in Hyde. Wie groß ist der Adler eigentlich vom Format her? Du hast ja gesagt, es war DIN A4, beziehungsweise es Nee, nee, war nee, 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 das ist nicht größer. D4, aber Hochkant und Also jetzt die Pixelgröße wahrscheinlich. ja, war das nicht 6000 mal? 6000 mal 8000, glaube ich. Ich kann Ja. nachschauen, aber das ist deutlich mehr als A4 in Ja, 300 war auch gerade dpi. in Gedanken, sorry, ich meinte Hochformat. Ja. Aber ist es vom Seitenverhältnis dann 2 zu 3? Oder 3 zu 5? Nee, ich kann gerade nicht mehr rechnen. 6000 zu Ja, 8000. 6 zu 8, also, ach Gott. 3 zu 4. 3 zu 4, was ist mit mir heute? Nee, da stimmt noch was nicht. Stimmt, 3 zu 4. Aber ich überlege gerade, wie ist es bei DIN A4 vom Seitenverhältnis? Ja, das ist 29,7 zu 21, aber Ja, das sind die normalen Zentimeter. ja, aber das ist halt Ja, klar. das ist nicht 2 zu 3 oder so, das ist so ein bisschen dazwischen. Ich lege halt, wie gesagt, alles, was pixelbasiert ist, versuche ich halt möglichst. Also irgendwo so, man muss halt so die Balance finden zwischen richtig groß und aber so groß, dass das Photoshop oder der Rechner noch mitmacht. Weil, gerade wenn die Sachen so detailliert sind, dann wird es irgendwann anstrengend, wenn es zu groß ist. Weil es halt die ganze Zeit hakt. Sieht so schön aus, wenn du das einfach drehst, ne? Also im Stream ist das schön anzusehen, wie der Adler dann sich nochmal kurz nach rechts windet oder nach links windet. Also der Kopf wird zu langsam, so wie das eigentlich sein soll. Kilian hat gefragt, mal eine Workflow-Anfrage zurück zum Anfang. Erfasst du den Adler von der Outline und unterteilst dann die Formen, oder wie gehst du da vor? Also, das war die Ursprungsskizze und was man hier oben sieht, diese Linien, das ist dann schon, wenn es losgeht, dass ich den unterteile. Ich kann ja mal schnell so ein paar doppelt mal.
Was ich jetzt machen würde, ist, ich suche mir so wichtige Linien raus und ziehe die erstmal länger. Das wäre jetzt die hier. Vereinfache manche Sachen auch. Also hier zum Beispiel habe ich das dann so gezogen. Mhm. Und dann fange ich irgendwann an, so die extra weiterzuziehen, dass die sich schon kreuzen. Und manche dieser Kreuzungen lasse ich dann, weil ich finde, dass es passt, und manche nehme ich halt später wieder raus. Und so entsteht das dann Schritt für Schritt. Dann doppel ich manche so nach außen nochmal. Oder hier. Und so baue ich den dann eben auf. Und da ist ganz viel dann halt einfach so mein persönliches Gefühl, was ich denke, was gut aussieht. Also das hat keine festen Regeln. Da ist ganz viel wirklich einfach, ich probiere es aus, sehe die Linie und denke mir, das funktioniert. Oder ich sehe eine andere Linie und denke mir, nee, das sieht nicht schön aus, und nehme die wieder raus. Ja, warum auch nicht? Und dann kam eben, das ist dann das, was da rauskommt nach viel hin und her. Und wenn ich dann eben die Fineliner mache, merkt man auch, dass ich ganz viel ja nochmal verändere. Also da ist dann nochmal neue Linien. Das ist nochmal so, dass ich merke, nee, der Schwung ist nicht harmonisch, der muss ein bisschen weiter nach links, weiter nach rechts. Ja. Und dann, ja, kommt man irgendwann zu sowas. Wie gesagt, ich mag's. Ich starte jetzt mal tatsächlich kurz in Photoshop neu, weil mir das echt zu langsam ist. Ich weiß nicht, ob da gerade irgendwo was zwischengespeichert ist, was nicht sein sollte. Das kann ich dir nicht sagen, aber mach das kurz. Aber dein Laptop will gerade nicht. Oder ist es die Verbindung im Cintiq? Nein, das kann auch damit zu tun haben. Das wie groß ist denn die Datei? Frag jetzt die ist nicht so groß. Bei dem Größe. Kannst du gleich mal checken. Ich habe hier leider noch andere Sachen auf. Das merke ich gerade. Das war wahrscheinlich nicht so stark offen zu lassen. Deswegen. Die hatte vorher nur, also als ich heute angefangen habe, hatte die glaube ich nur 42 Megabyte. Mhm. Das aber ist ja gar nicht so viel. Das ist gar nicht viel, nee. Aber warten mal, wenn die Schraffuren drin sind. Dann geht's los. Ja, also genau, die Größe wäre natürlich auch interessant zu wissen. Habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Was bei mir halt, also ich sag mal so, die größten reinen Photoshop-Illustrationen, die ich so habe, die haben dann auch, also der Adler zum Beispiel für Adobe mit den ganzen Mustern, der war auch sehr groß angelegt, weil die eben, ich glaube, er wurde dann niemals gedruckt. Aber er hätte gedruckt werden können. Aber es war nicht sicher. Ja. Und ich habe ihn dann, also die Datei hat über 1 GB auf jeden Fall. Krass. Und das geht zwar im Photoshop, aber ideal ist es jetzt nicht. Also das fällt dann schon auf irgendwann. Okay. Was ja auch nicht dramatisch ist. Ne? Was? Also, 1 GB geht ja immer noch. Wenn du überlegst, bei Fotobearbeitung hast du ja viel größere Dateien. Das geht nur, wenn du halt zeichnest und der speichert ja alles zwischen jedes kleine Ding und du hast so viele kleine Details, dann merkst du irgendwann einfach, dass es langsam wird. Also ich bin es gewohnt, dass ich hatte, jahrelang habe ich mir immer so das schnellste MacBook geholt, das es gerade gab. Und so ein halbes Jahr hat das immer super funktioniert und dann habe ich gemerkt, dass es doch langsam wieder anfängt, bei großen Dateien zu haken. Im Endeffekt bei Auftragsarbeiten ist das selten der Fall, weil da es ist nicht häufig so, dass die Leute solche Dateigrößen brauchen. Also, Also ich meine, 18 Eintel ist ja eigentlich so mit der größte Standard, den man so hat. Ja, und aber der ist ja auch nicht 300 dpi, deshalb. Nee. Wie viel ist es? 70? Weiß ich gar nicht. Also ich weiß nicht, was sie da heutzutage machen, aber ich hatte noch nie den Fall bei einer meiner freien Arbeiten, dass später ich die Datei nicht groß genug hatte. Das gab es noch nicht. Deshalb eigentlich, ja, das reicht, was ich da mache. Aber ja, man sieht jetzt, also irgendwas stresst meinen Laptop gerade. Ich weiß ja auch nicht, ob es ist, weil jetzt eben 2 Monitore dranhängen. Das kann natürlich sein, aber gestern ging es ja auch ohne. Gestern ging es, ja. Aber vorhin ging ja auch HDMI irgendwie nicht. Mal schauen. Passen wir mal auf. Schauen wir mal gleich. Jetzt muss ich mir überlegen, ob ich den Namen richtig ausspreche. Gian Domenico. Hört sich italienisch an. Cooler Name. Ja. Er hat gefragt, was ist das? Ist das Maximum, was Photoshop bei einer Datei speichern kann. Ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab. 1.8, glaube ich. Und dann wird es eine. Die heißt dann anders. Tipp? Nee. Die heißt P. Irgendwas mit P. Kann man nachschauen.
Hatte ich nämlich auch schon. 1,8 oder 2 GB. Irgendwo gibt es ein Limit und dann muss man es ja anders abspeichern. Weiß nicht warum, aber ist dann eigentlich wie eine PSD. Okay. Ich hatte noch nie so große Bilder. Hatte ich einmal. Krass. Ja. Ach, warum ist der so langsam? Das gibt's nicht. Das ganze Ding neu starten. Ja, dann dein Laptop ist auch gerade sehr schwer am Arbeiten. Ja. Hast du vielleicht im Hintergrund noch andere Programme am Laufen? Nee, alles aus. Hier, warte mal. Ich habe das manchmal, wenn... Großes Dokumentformat nennt er das hier. Eine PSB, genau. PSB. Ja. Ist okay, wenn ich mal ganz kurz einen Neustart mache. Mach das, dann switche ich so lange mal bei uns auf Fullscreen wieder, ja. Während du das jetzt neu startest. So, zack, dann sind wir wieder groß. Und keine Eva Wiedermann steht da und auch keine Laura Zerlenger. Das ist schon mal sehr gut. Mein Mikrofon ist irgendwie weg. Ich versuche das schon die ganze Zeit wieder zurückzubringen. Das nehme ich so ein bisschen. So. Zack. Ich finde das nämlich gar nicht so schlecht, wenn das so ein bisschen hier steht. Aber. Ja, gefällt dir das? Ja, ich mag das. Es hat so ein bisschen was, hat so ein bisschen was Authentisches, ne? Also nichts hier gestaged. Ich glaube, das kam auch rüber, als du die Kamera aufgebaut hast. Das kann natürlich gut sein. Das kann natürlich gut sein. Genau, am PSB haben auch die anderen gemeint im Chat. Und Robert hat geschrieben, das ist doch das Format von Smart-Objekten, oder? Bin ich mir gar nicht sicher. Keine Ahnung. Ich hatte das, wie gesagt, ich musste es einmal machen, weil also das hat dann Photoshop selbst, kam so eine Meldung, geht nicht als PSD. Ich habe auch noch nicht so ein großer Teil gehabt bis jetzt. War aber auch nicht anders als sonst, also dieselben Ebenen, alles, alles dabei. Da war der Arm ein bisschen zu schnell, aber nichts passiert. Ich bin kurz runtergefallen. Das war meine Schuld. Wir sind... Aber man sieht es sowieso nicht gerade. Also man sieht es nicht. Man sieht es nicht. Ja, weil wir es ja klein gemacht haben. Ja, aber ich schneide es gleich nochmal hin. Das wird schon. So laut war es aber nicht, lieber Tim. Es ist ja nicht runtergefallen. Es ist zum Glück nur auf den Schoß von Andreas gefallen. Also ich glaube, das muss ich mir nochmal im Replay ansehen, wie dieser Fall zustande kam. Das war bestimmt mein Ellbogen. Ja, ich glaube, die GoPro ist ja dafür gemacht, dass sie ein bisschen was aushält. Das sollte also der Kleine hier nicht viel ausmachen. Ich bin mal gespannt, was der Rufus sagt, wenn er jetzt gleich wieder kommt und das Ding sieht. Was habt ihr da gemacht? Was ist das? Ja, aber ich finde, das ist hier eine... Irgendwie muss man das ja zeigen. Es ist halt ein bisschen blöd, weil das halt auch so ein bisschen spiegelt. Das muss man beim Cintiq immer sagen. Ne? Das spiegelt halt ganz schön, auch wenn es matt ist. Ja, er spiegelt weniger als also beim Aufnehmen, aber zum Arbeiten ist es matt ja besser. Ja, ja, genau. Spiegelt aber weniger als glänzend. Aber ja. Wir haben halt hier diesen sieht man nicht, aber hier ist so ein Monitor, Scheinwerfer vor uns. Das stimmt allerdings. Oh, dein Laptop braucht aber echt lange. Mein Laptop braucht echt lange, deshalb irgendwas war da gerade nicht. Ich frage mich, ob ich gerade einmal so einen kompletten... Da musst du mal schauen. Aber in der Zeit können wir ja mal kurz gucken. Habt ihr denn sonst irgendwelche Fragen zwischendrin? Vielleicht an die liebe Community. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne einfach mal stellen. Und weil jetzt haben wir gerade die Zeit dafür. Während der Andreas jetzt seinen PC neu starten muss, weil er schon ein bisschen altersschwach ist. Und kurz mal rebootet. Ich habe mir das neue geholt und ich fand es so... Naja, noch nicht wieder das alte drin. Gut, also ich meine, ich habe der den gleichen vom Modell her. Ich bin da auch super zufrieden mit denen. Ist auch noch wahrscheinlich einer mit Nvidia-Grafikkarte, oder? Damit kenne ich mich nicht aus. Es ist einer, der einen USB-Anschluss und einen Hardreader hat. Das war schön. Habe ich auch. Den habe ich auch noch. Genau den, der noch in Silber war. So. Jetzt hoffen wir mal, dass das... Nein, möchte ich nicht. Du hast den Computer aufgrund eines Fehlers... So, Moment, ich. Zerstört. Jetzt sollte das so alles wieder schneller gehen. Jetzt weiß ich auch gleich, wie groß die Datei ist. Und zwar. Da schaue ich jetzt nochmal gerade Primus. Ich glaube nicht. Jetzt ändern wir das nochmal hier. Das passt. Also, die aktuelle Photoshop-Datei ist 6.000x8.000 Pixel und hat inzwischen 75 Megabyte. Krass. So. Aber wenig. Es sind halt auch nur klare Farben bisher. Es gibt keine Verläufe, es gibt keine Struktur, nichts. Und wie gesagt, es ist fast noch keine Schaffur drauf. So, jetzt sind wir wieder live dabei. Jawohl. So, drehen wir mal die Kamera. Zack.
Okay. Und jetzt sollte man eigentlich ein bisschen mehr sehen, hoffe ich. Ein bisschen mehr. Panzertape könnte helfen. Ja, das ist eigentlich gar nicht so mal die schlechte Idee. So jetzt ist, machen wir es einfach so mal fest. Sehr gut. Bevor es jetzt... warte, nicht bewegen, ich hab's gleich. Das schöne alte Duct Tape. Ne? So, weg mit dir. So. Okay, wir machen das jetzt einfach mal hier fix. So, zack. Und jetzt kleben wir das einfach mal fest. Geht jetzt gerade auf jeden Fall ein bisschen besser als vorhin. Ha. Schön alles provisorisch. Wer braucht hier schon teures Equipment? Überbewertet. Duct Tape und ein bisschen WD-40. Kriegst du alles repariert. Es gab so ein schönes Size Chart mal irgendwie. So also eine Infographic über Duct Tape und Öl. Wann du was brauchst. Das war ganz cool. So, das sollte jetzt eigentlich. Ja, das hält. So, kann jetzt nichts mehr passieren. Vielen Dank, Matthias, für den Tipp. Habe ich jetzt eben gerade gar nicht dran gedacht. Aber jetzt hält's und ich hoffe, man sieht jetzt gut was. So, hast ja auch wieder deinen coolen Handschuh an. Natürlich. Natürlich! Wer braucht auch nicht? Ich habe extra, ich habe tatsächlich in der Lobby vom Hotel wie nochmal stehen geblieben und habe nochmal meinen Rucksack durchsucht, ob er dabei ist. Ja. Ich hatte den schon mal bei so einem Live-Ding vergessen. Das macht keinen Spaß. Das glaube ich dir. So. Ja, aber es ist schön. Also man merkt halt wirklich, es nimmt jetzt langsam Form an, was deine Schraffuren angeht. Oder wie würdest du es nennen? Das sind Schraffuren. Das kann man so nennen, ja. Das kann man Schraffuren nennen. Genau. So. Ja, jetzt, übrigens, die Community muss jetzt auch mal ein bisschen... die können sich ja was überlegen. Genau, die können sich mal überlegen. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp oder einen Vorschlag, wie man diesen Stil von Andreas nennen könnte. Seinem Glas-Mosaik-Stil. Ich finde den sehr ansprechend und ich glaube, der hat auch einen coolen Namen verdient. Ja, Andreas. Und wenn du schon nicht ich schon das nie Ganze machst, genau, dann haben wir bestimmt ein paar super, super kreative Leute hier im Stream, die das Ganze benennen können. Ja, Tim, Glasmosaik-Stil, das ist jetzt ganz weit hergeholt. Du, kommt das denn nur her? Ja, aber ich find, wie gesagt, das ist einfach ein schönes... Ist ein schöner Stil und mich erinnert es wirklich an so eine Art Kirchenfenster, Glasmosaik und ja, eben auch so eine Mischung aus, dadurch, dass du Textur reinbringst, ist es halt auch noch so ein bisschen, weiß nicht, Wandmalerei, so ein bisschen könnte man es vielleicht auch nennen. So. Müsst ihr sagen, was auch immer euch einfällt, ich bin gespannt. Erik schreibt fraktale Illustration. Fraktale, das klingt interessant. Ja. Enzi schreibt Linik, Linienmosaik. Ha? Scheiße, ich glaube, jetzt habe ich zum ersten Mal. Ich glaub, genau. Jetzt habe ich meine Schraffur auf die falsche Ebene gesetzt, aber ist jetzt egal. Schäm dich. Die muss dann halt bleiben. Christine schreibt, bei geraden Linien würde ich wenigstens Shift halten. So viel Geduld habe ich nicht. Naja, aber wenn du immer den Winkel änderst, dann hilft dir Shift leider auch nichts. Stimmt auch. Ne? Ich habe das auch mal überlegt. Lohnt sich's? Die Leinwand immer so zu drehen, dass ich immer mit Shift arbeiten kann, aber es lohnt sich, finde ich, nicht. Lohnt sich nicht, meinst du? Nee. Das ist das, was ich meinte. Also es gibt halt eine Zeichenrichtung, die angenehm ist für mich und das sind halt so eher schrägen und ja. Ich komme, das ist immer das Gleiche, ich komme einfach, glaube ich, wirklich so vom Zeichnen vom Papier und versuche halt, setze das hier digital um. Aber soweit möglich mache ich es genauso, wie ich es sonst auch machen würde. Zack. Und ich arbeite auf Papier auch nicht mit Linealen. Also ich. Das ist auch wieder der Punkt. Ich denke, dass die Tatsache, dass die Linien eben nicht exakt gerade sind, dass das insgesamt dem Ganzen einen deutlich wärmeren Look gibt, als wenn ich alles exakt gerade machen würde.
weil ihm nicht alles gleich ist und nicht alles perfekt ist. Und ja. Wenn man es dann eben so sieht, das würde wirklich anders aussehen, wenn ich das perfekt machen würde. Aber wir haben jetzt hier einen 2 Stunden Livestream, von daher ist das schon sehr, sehr gut, würde ich sagen. Ich bezweifle, dass es viele könnten. Nee, das meine ich auch gar nicht, sondern einfach nur, sobald man kleine Fehler reinmacht, das Auge sieht das ja nicht aus. Das ist immer so die Sache, aus der Entfernung sehen die Sachen alle total perfekt aus. Je näher man rangeht, desto mehr merkt man, wie viele Fehler drin stecken. Und insgesamt sieht halt eine perfekte digitale Grafik, die sieht ja nicht unbedingt schlechter aus, aber die sieht einfach anders aus. Ja. Gian Domenico, du musst dich bitte verbessern, wenn ich das jetzt falsch ausspreche, ja? Liebe Gian Domenico, oder? Müsste sowas so ausgesprochen werden, aber ne? Hat eigentlich nur auch einen coolen Einfall gehabt. Churchline. Die Churchline. Und Marion schreibt Hatching Design. Sag doch, die sind super kreativ hier, unsere Community. Kann ich alles aus Meta-Tags verwenden. Ja. Bitte. Ja, du musst ja auf jeden Fall nochmal einen coolen Namen dazu aussuchen, ne? Ja, man könnte es natürlich wieder total branden, ne? Also, bitte? Man könnte es als Brand verwenden, total. Ja. Das würde tatsächlich funktionieren. So. Was ich ja cool fand vom beim letzten Mal, als wir einen XD-Stream hatten und der Philipp Trautmann dann eben seine Grillfest-App da gemacht hat, wo dann eben auch der Name und das Logo von der Community kam. Ja. Dass er dann auch wirklich auf Behance praktisch das Projekt veröffentlicht hat und dann auch diejenigen, die daran teilgenommen haben und die den Namen und das Logo gegeben haben, dass er die vertaggt hat. Das fand ich sehr, sehr cool von ihm. Ja. Zu sagen, hey, das ist von euch, also von daher ist das schon in Ordnung. Das ist schön, sagen die Leute. So. Ja. Aber es ist auch ganz interessant zu sehen, du hast ja jetzt auf dem Cintiq eigentlich auch viel mehr Fläche normalerweise, ne? Also wenn du es jetzt nicht, du spiegelst es jetzt gerade von der Auflösung her, sieht so, es anders aus, ne? Also ja. Wenn du es jetzt nicht spiegeln würdest, sondern einfach sagen würdest, okay, erweitert der Bildschirm, würde das vom User Interface auch anders aussehen. Bisschen, ja. Bisschen, ne? Aber macht jetzt nicht so viel. Ja. Ich meine, die neuen Cintiqs, die haben eine viel bessere Auflösung. Ja. Aber solange meint noch läuft, hole ich mir kein neues wahrscheinlich. Ja, schön. Aber ich habe letztens ja, also da hatte ich so ein Festival für Wacken gearbeitet. Da saß ich am ganz aktuellen, das macht schon mehr Spaß. Das ist schon, ja. Aber hast du überlegt, mal einen neuen zu holen? Du hast ja genau den gleichen Cintiq, hast du ja gemeint, ne? Ich glaube, ich habe genau den gleichen, ne? Ich weiß nicht, ob der Touch hat, meiner hat. Allerdings ist das fast immer deaktiviert. Ein bisschen Dutch. Nee, also tatsächlich nicht. Das, was es kostet, ist es mir nicht wert, dafür, dass das alte einmal noch sein Job erledigt. Ne? So. Allerdings könntest du jetzt dann eben auch 100% Glättung zum Beispiel einsetzen, ne? Bei einem neuen Cintiq, wieso das? Wieso nicht? Naja, wieso sollte das? Das dauert dann ja genauso. Muss ja immer noch meinen Rechner berechnen. Das kommt jetzt auch von deinem Rechner, stimmt ja. Das habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja. Da brauchst du einen neuen Rechner. Ich habe einen neuen Rechner. Aber? Ja, ich das ist auch so. Du kommst nicht zurecht mit ihm, oder was? Ja, ich käme wahrscheinlich schon zurecht mit ihm, weil ich finde, ja. Ja? Soll sich bitte mal im Chat melden, wer die aktuellen neuen MacBooks für einen Fortschritt hält im Vergleich zu vorher. Gut, Fortschritt ist jetzt vielleicht schon gesagt, aber also was ich zum Beispiel schön finde bei den neuen MacBooks, ist tatsächlich die Tastatur, muss man echt sagen. Und jetzt auch wie findest du die Lautstärke der Tastatur? Das Klicken meinst du? Mhm. Das haben sie jetzt mit dem allerneuesten Modell jetzt, glaube ich, auch ein bisschen runtergeschraubt. Ich glaube, da kam jetzt auch das Feedback, dass das... Also bei das Feedback kam überall. Also die ist unglaublich laut. Und wenn du halt abends tatsächlich irgendwie noch was machen willst und daneben ist noch jemand, das geht gar nicht. Klick, unmöglich. Ja, ich hatte zu Hause tatsächlich noch eine ältere... Ich bin ja so ein... Ich mag so Gaming-Equipment. Ich habe von Razer ganz viel. Ich habe die Razer... Ich glaube, es ist die...
Widow Ultimate, so eine mechanische Tastatur, also wirklich noch so, okay. Ganz oldschool. Wenn man die ganzen Essensreste von unten drin theoretisch ja, ich esse nur nicht am PC, genau aus ja, diesem Grund. Ja, aber wenn man es irgendwann mal gemacht hat, ja. Oder irgendwer anders. Ja, nee, aber das ist halt dann nochmal ein Wahnsinnsunterschied, weil das ist ja gewollt, dass du es hörst, ne? Das ist ja. So richtig klick, klick, klick. Und auch von der Haptik her ist natürlich was ganz anderes. Aber ich mag das auch sehr, sehr gerne. Robert Bunk schreibt, Andreas, du hast ja jetzt eine Zeit lang mit Microsoft zusammengearbeitet und beziehungsweise mit deren Surface. Ja. Wie hast du das empfunden? Also ich habe zum Beispiel das, was ich weitergearbeitet habe, gestern Abend und heute Morgen, das habe ich am Surface gemacht. Geht auf jeden Fall. Also hat halt eben, es hat halt Photoshop, was für mich, und ich habe AstroPad, ich habe sogar tatsächlich jetzt auch nochmal ausprobiert, AstroPad für iPad. So. Ich mag es nicht. Also es gibt Leute, die damit super arbeiten können, ich nicht. Ist halt Gewohnheit. Und beim Surface... Ist es dir genau genug? Also wenn du es vergleichst mit dem iPad? Es ist nicht wie auf dem Cintiq zu arbeiten und es ist nicht wie auf dem iMac zu arbeiten. Aber man gewöhnt sich dran. Und dann kann man damit sehr gut arbeiten. Mhm. Ich meine, selbst an einen Cintiq muss man sich gewöhnen. Also ich kenne keinen, der einen Cintiq kauft und am ersten Tag sagt, boah, wie geil. Also man braucht ein Gefühl dafür, so wie ich für jeden Stift, den ich habe, jeden Bleistift, jeden Marker, erstmal mich dran gewöhnen muss. Und beim Surface ist es ähnlich. Mhm. Und ich, was ich zum Beispiel schon deutlich merke, weil ich ja auch, ich saß ja am Surface Studio auch schon ein paar Mal und die haben jetzt dieses ganz neue Surface Go. Und man merkt schon, dass die Technik bei denen auch immer weitergeht. Und die alten Surface-Varianten, die fand ich noch nicht so brauchbar. Aktuell finde ich, es geht. Mhm. Und es ist halt ein Laptop, es kann halt alles. Und zum Beispiel, das hat halt eine Tastatur eher wie die. Und ich finde es viel angenehmer. Also das. Ja, das aber das ist halt Geschmackssache. Ich meine, man muss sich an alles gewöhnen. Und ein iPad ist nach wie vor nur ein Tablet. Zusätzliches Tool. Also man kann, beziehungsweise ich kann nicht mit iPad alleine arbeiten. Mit Surface alleine könnte ich arbeiten. Das würde gehen. Ja, wie gesagt, das ist ja auch eine Einstellungssache. Ja. Da also, hängt auch immer so ein bisschen davon ab, was du halt machen willst. Ne? Genau, also ja, und allein für mich ist sowas, weil ich halt Apple so gewohnt bin, wenn ich an Windows sitze, muss ich immer erstmal mich zurechtfinden halt in Windows. Ja. Aber das sind halt Kleinigkeiten. Ich meine, ich weiß nur, als ich damals im Studium auf Apple umgestiegen bin, am Anfang fand ich es total nervig, weil ich wusste halt nicht, wo die Sachen sind. Aber das ist ja immer so. Das ist immer Gewöhnungssache. Und ich glaube, das ist auch noch so eine Geschichte, weil wir es ja auch gestern angesprochen hatten, dieses Thema mit Apple versus Windows oder Apple versus Android. Ne? Ja. Weil das halt auch einfach eine gewisse Gewöhnungszeit erfordert. Und gerade wenn du umsteigen willst oder es ausprobieren willst, dann bist du halt natürlich vertraut mit dem einen, weniger vertraut mit dem anderen und tendierst auch eher dazu, es sei denn, du bist halt wirklich überzeugt davon, dass du wechseln willst, tendierst auch eher dazu, zu den Bekannten zurückzugehen. Ne? Ja. So frei aller, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Aber ja. So ist es. Ich lasse es, genau. Manfred hat ja schon geschrieben. Komm, jetzt ist gut. Bitte nicht anfangen damit. Nee, also für mich ist es einmal so eine Sache, das hat alles Vor- und Nachteile. Also ich finde schon die Art, wie man auf dem iPad zeichnen kann, richtig gut, auf jeden Fall. Aber es ist für mich einfach kein vollwertiges Arbeitsgerät. Ja. Und ein Surface wiederum ist es halt. Ja. Also und gewöhnen muss man sich an alles. Also genauso wie, es gibt Leute, die finden Apple Pencil toll, es gibt Leute, die finden den überhaupt nicht gut. Ich selber fand ihn zu Anfang überhaupt nicht, also er ist total leicht. Aber man gewöhnt sich halt dran. Und ich würde halt immer empfehlen, die Sachen auszuprobieren und sich zu überlegen, was will ich damit machen. Also, weil... Ja. Ja, wie gesagt, ich freue mich jetzt schon drauf, wenn es irgendwann mal hybride Betriebssysteme gibt, wo du sagst, du kannst, egal ob du auf dem Tablet bist oder auf dem PC, wenn es bis dahin noch PCs gibt, ne, aber dass du halt sowohl Apps als auch ganz normale Programme auf jedem Ding abspielen kannst und dann nicht das Problem hast, dass du verschiedene Versionen von einem Programm hast, sondern dass du halt einfach darauf konzentrieren kannst, welches Endgerät. Das ist zum Beispiel so eine Sache für mich auch mit Adobe Draw. Mhm. Das ist, wenn Adobe Draw nicht wäre, weiß ich nicht, ob ich iPad überhaupt groß verwenden würde. Mhm. Aber Adobe Draw ist für mich halt super, weil es vektorisiert ist, vektorbasiert ist. Und im Moment läuft das nicht auf dem Surface. Mir wurde mal gesagt, von ich weiß leider nicht mehr wem von Adobe, dass sie das gerne auch auf dem Surface irgendwann hätten. Frag mich nicht wann. Auf dem Surface? Ja, weil das Surface ist halt Windows
basiert. Das ist ja ein richtiges Windows-Betriebssystem und Adobe Draw ist halt eine App für Android. Ja, und, klar. Ja, aber wenn ich jetzt auf dem Surface... Dann kannst du ja nur Illustrator nutzen. Genau, oder? Und ich würde aber halt gerne nicht Illustrator haben, sondern Adobe Draw. Ja, theoretisch gibt es ja Android-App-Emulatoren, ne? Also Emulators. Ja, halt ja. Es wäre halt schön, wenn es einfach das Programm auch gäbe für Desktop. Auf jeden Fall. Weil, ja, das ist das Einzige, wo mir gerade nichts das iPad ersetzen kann. Mhm. Aber ansonsten. Ja, also wie gesagt, ich freue mich drauf, weil ich dann irgendwann einfach mal mir keine Gedanken machen muss, ob es das Ding jetzt auch dann endlich mal für mobil gibt oder andersrum für Desktop, sondern dass man einfach sagt, auch für die Entwickler, ne, du musst eigentlich einfach nur für eine Architektur dich entscheiden und das dann dementsprechend deine App bzw. dein Programm dann aufbauen und dann kannst du es überall abspielen. Und ja, ich bin mal gespannt. Bin echt mal gespannt und freue mich schon drauf, was da alles kommen wird. Jill hat gefragt, gibt es einen Grund, warum du in Photoshop arbeitest und nicht in Illustrator? Ja, weil ich ein Handzeichner bin. Genau. Und Illustrator ist kein Programm zum Handzeichnen. Man kann es theoretisch machen, aber es sieht nicht so aus wie eine Handzeichnung auf Papier. Genau, wir hatten das Thema gestern schon, deswegen nochmal kurz angerissen, damit du da auch nochmal Bescheid weißt. Im Endeffekt ist es immer so eine Sache von Illustratoren, wollen halt natürlich handzeichnen, so wie du es gerade gesagt hast. Und bei Illustrator ist halt das Problem, du hast diese perfekten Linien, ich zitiere dich jetzt, ne, von gestern, du hast diese perfekten Linien und es ist dann gerade für den Stil, den du hast, ist es einfach schwierig, das in Illustrator so... Also in zwei Sachen. Das eine ist, ich könnte ja perfekte gerade Linien anlegen. Genau, könntest du. Das ist mir zu perfekt und sieht nicht so aus, wie ich will. Das andere ist, freie Linien zu ziehen, macht Illustrator glättet halt sehr. Und das sieht dann, das kann total cool aussehen, aber es sieht nicht... Bei mir ist es halt so, ich will, dass die Linie da ist, wo ich zeichne und nicht irgendwie später geglättet und angepasst. Ja. Und du hast ja auch gemeint, diese gerade das Bogen ziehen ist Illustrator wesentlich schwieriger, als wie du es jetzt machst. Harmonisch so Schwünge zu ziehen, kann ich besser freihand, als wenn ich es mit Vektoren machen muss. Also ich krieg's schon, ich habe ja schon Sachen von mir nachgebaut, ich krieg's schon hin, aber schneller werde ich nicht. Vollkommen verständlich. Und da ist eben, also das beste Tool für dazwischen ist für mich halt eben Adobe Draw, weil Adobe Draw vektorbasiert ist und trotzdem sehr, sehr nah an meinen echten Handzeichnungen. Ja. Ja, und das hätte ich bitte gerne noch auch als Desktop-Version. Hallo Adobe. Was? Das Knie gehört. Auch im Service verwenden kann. Ich kann dich nicht verstehen, Andreas. Hier drüben ist die Stimmung so laut. Wir haben da eine neue Zuschauerin, eine neue Alte. Hier guckt jemand von drüben rüber. Wo habe ich denn hier schon wieder falsch gezeichnet? Ja, da habe ich mal die falsche Ebene benutzt. Ja, aber wie gesagt, also ich finde diese Mischung aus Mosaik, Fenstern und Schraffur ganz interessant. Und wie gesagt, liebe Community, wenn euch ein cooler Name einfällt, der Andreas hat noch keinen, er weigert sich auch vehement, sich einen auszudenken für diesen Stil. Immer her damit, ein paar coole haben wir schon gehört. Tim hat jetzt nochmal geschrieben, Doodle-Mosaik. Doodle-Mosaik. Ja, weil wer hatte geschrieben, die Anzi hatte drüber geschrieben, dass sie findet, der Stil geht ein bisschen in die Richtung Doodle-Art. Wie man das von vielleicht von Doodle Jump oder so kennt, ne? Also irgendwas Gezeichnetes. Und Doodle richtig. Jump kenne ich nicht. Was? Das war so eine der ersten ich großen Apps. Ich glaube, da bin ich zu alt dafür. Diese App gab es schon, als das iPhone 3G rauskam. So eine der ersten großen Spiele, die es überhaupt gab. Damals hatte ich noch kein iPhone. Also, da war so ein kleines Alien mit so drei Füßen in grün und dann ist es nach oben gejumpt und du musstest praktisch mit der Sensorsteuerung das Ding bewegen wir nach links und rechts und es muss immer auf die Plattform kommen. Es muss immer weiter nach oben. Das war ein cooles Spiel. Ralf schreibt, er würde es das Preismosaik nennen. Das Preismosaik? Ja, also... Ist schon, liebe Laura, hast schon unsere schöne provisorische... Mit dem Ducktape befestigte Kamera gesehen. Ich finde es sehr schön und ansprechend. Das ist ein wahres Meisterwerk. Sieht auf jeden Fall sehr professionell aus. Ja. Ich bin von dem Handschuh begeistert. Ach, du kennst ihn gar nicht? Nee. Ja, wenn du auf Tablet arbeitest, ist der sehr, sehr praktisch. Das muss ich irgendwann mal in meinem Leben anfangen. Ich arbeite einfach nur mit Trackpad. Du kannst dir auch einen ganzen Handschuh anziehen, dann kannst du in der Gastro arbeiten. Das wäre natürlich noch besser. Eben, warum der halbe, wenn du ganzen... Wollte ich schon gerade sagen, ne? Wie heißt du, Andreas?
Bitte? Wie alt bist du? Wie alt ich bin? Du gerade gesagt hast, du bist zu alt für Ach so, das war nur so ein Witz, aber ey, 34, ist das alt? 34? Ich glaube nicht, ich hoffe nicht, so weit bin ich auch nicht mehr davon weg. Oh Gott, so komm. Also, aber, ich fühle mich wie 22. Ich habe letztens mit einem Mann geredet, der war 93. Willst du dich nicht zu uns setzen? Schon so. Die Regiestimme. Er fühlt sich, als wäre er 40 immer noch. Ja, wenn dann seine gut. Kinder zu Besuch kommen, die 50 sind, hat er gesagt, dann ist er total verwirrt. Ja, alles gut, das, nee, ich finde sowas auch super interessant. Das ist halt immer, man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Ne? Das ist halt. Tja. Ja. Kai schreibt Eagle Art. Ja, dann du könntest ja halt nur noch Adler zeichnen. Ne? Das wieso? Nein, es kann ja auch sein, dass du einfach dann sagst, wenn jemand fragt. Ich nenne es einfach so. Genau, wenn jemand fragt, sagst du einfach, ja, es beruht halt auf einem meiner berühmtesten Werke, die dann auf meinem Adler zu sehen waren. Und deswegen kam das dann mit Eagle Art. Weil zwei was Adler ganz geil ist, ich kenne ja die Klebebande, die macht auch viel für Adobe. Ja. Und die haben einfach so ein Muster und die schreiben einfach immer Bandenstyle dazu. Und das funktioniert halt, das klingt halt auch irgendwie gut. Aber hier so rein. Da meine Handyhülle ist nämlich auch von der Klebebande. Klebebande, ne? Hast du erzählt, wie deine Anfänge aussahen? Quasi. Meine Anfänge? Ja, also wo du halt. Man fängt ja jeder fängt irgendwie an, ich war angefangen, Bogen und Kerzen fotografieren. Ach so! Stimmt. Hätte ich mal machen können, hatte ich mal für einen Vortrag, habe ich mal so Bilder von früher als Kind gezeigt und so, das war ganz lustig. Das ist voll spannend. Nee, also die ältesten Sachen sind halt die auf Pants, die mal ganz weit runter scrollt, die sind so 8, 9 Jahre alt. Ja, die findet man. Krass. Da sieht man auch, dass das schon anders aussieht damals. Sind die noch irgendwo zu finden online, oder? Ja, Behance. Also ich meine, das sind ja die Sachen, die du jetzt veröffentlicht hast vor 8, 9 Jahren. Aber hast du auch vor 8, 9 Jahren angefangen zu zeichnen? Und zu Nee. Ich habe halt schon immer gezeichnet, aber veröffentlicht habe ich es halt vor. Ja, aber die habe ich nicht hier. Die habe ich wahrscheinlich eher also zu Hause. Bei Mami sagen, und Daddy. Ich habe für einen Vortrag halt mal, weil ich, da war das gerade aktuell, da hatte ich irgendwie Manuel Neuer und so gezeichnet. Dann habe ich alte Zeichnungen rausgekramt von Rudi Völler, als er noch gespielt hat. Und der Rudi Völler. Geil ist, man erkennt ihn halt. Geil. Weil der einzige Spieler mit Locken und Schnauzbart war halt Rudi Völler. Fokuhila, und ich war halt 6 oder so. Das war zur WM, glaube ich, als das letzte Mal Weltmeister waren. Was war das denn? 90? 90, ja. Du warst wahrscheinlich mal geboren. Nein, noch nicht. Ich war 91 Jahren geboren. Ich war in Planung. Die Blaupause stand schon. So. Also irgendwie immer, wenn ich auf Chrome gehe, wird es zu langsam. Ich weiß auch nicht. Ja, aber Chrome saugt auch gut RAM. Ne? Ja. Also. Aber ich mache halt gerade nichts, außer dass ich Behance aufrufe. Tja. So ist das. André hat geschrieben, er hätte gern morgen bitte die Anfänge. Wenn du was findest. Ja, ich habe. Also, ich glaube nicht, dass ich Kindersachen dabei habe. Ja, aber du kannst ja vielleicht mal fragen, ob jemand was abfotografieren kann. Das kann ich nicht. Kein rausreden hier. Ja, ja. Also eins, ich habe ja. Ich habe in meiner. Also, in der Schulzeit. Ich Geld verdiene schon mit Zeichnen. Mhm. Ich für irgendwelche Mädels Leonardo DiCaprio gezeichnet und so. War das so deine Art, die Mädels zu beeindrucken? Nur so, um meine Geld zu verdienen. Draw me like one of your French girls. Also, so ein bisschen. Das ist total Andreas, geil, los, zeichne mich. Hier, das sind Zeichnungen von. Die werden nicht angezeigt anscheinend mehr, deshalb. Boah, ist das langsam, ist unglaublich. 2009 bis 2010. Oh. Ja, da habe ich noch so gezeichnet. Bisschen anders. Das ist cool. Da ging's halt, mag ich auch sehr gerne. In der Zeit eben, Sylvester Stallone. Da habe ich gerade angefangen, so diese einzelnen Teile mit Schraffuren zu füllen. Mhm. Aber ursprünglich war es halt, das habe ich halt viel mehr gemacht. So ein bisschen wilder und ja. So sah in etwa auch meine Krass. Diplomarbeit nur aus. Ja, das finde ich wahnsinnig spannend. Du hast so ein bisschen, ich sag mal, der Stil vom Gesicht, der ist auch so ein bisschen vom Kupferstich, ne? So bisschen so, ja. Meister Miyagi sehe ich auch noch jetzt hier. Auftragend, Polierin. Da sind auch noch viel mehr, da erkennt man noch viel mehr die Fotos, die ich halt verwendet habe. Ne? Ja. Also das. Aber trotzdem schon dein eigenes Stil. Von vor langer, langer Zeit. Der hüpfende Mensch oder welcher war das jetzt? Der hier. Mit der Brille? Ja. Oder der Wolf? Das war mein vorheriges. Der Wolf war irgendwie so ein kleiner Hund am Strand in Spanien. Das war bevor ich rasiert war. Genau. Okay. Ja, genau, so sah das halt damals aus. Aber ja, wie gesagt, als Kind sah das noch ein bisschen anders aus. Wie gesagt, ich finde den Stil auch cool. Ich mag das auch, besonders da sieht man auch eben auch diesen, wie sich das entwickelt hat.
Wenn du mal ganz kurz zurückgehst. Ich habe gerade Chrome. Okay, dann egal, dann ist egal. Aber man hat ja eben gesehen, bei den Outlines von dir, hast du bewusst auch immer diese Erweiterung drin gelassen. Ja, das hatte ich schon. Das genau. Hatte ich schon, genau. Das also ist schon immer so ein bisschen weiter gezeigt. Genau, und das ist schön zu sehen, dass du das halt hier immer noch nach 8 Jahren drin hast. Ne? In sehr, wie sagt man das? Nicht vereinfachter Form, sondern in sehr abstrahiert. Ja, abstrahiert auch. Du hast halt viel rausgenommen, viel zurückgenommen und viel simplified, aber es ist halt nicht vereinfacht im Sinne von, du hast es dir einfach gemacht, sondern du hast reduziert. Das war das Wort. In sehr reduzierter Form. So wie das auch, das fand ich immer ganz spannend bei Picasso. Wenn er, da gab es mal diese Zeichenserie von seinem Stier oder generell von Tieren, wo er dann praktisch einfach mal gesagt hat, ich zeichne das Tier erstmal komplett, wie ich es zeichnen würde, und zwar sehr, sehr realistisch, und reduziere das dann so weit, dass es nur noch eine Linie ist. Das ist Wahnsinn, wie das aussieht. Das sieht so cool aus. Und es ist einfach ein schöner Stil, den du dir halt angeeignet hast da. Man merkt ja auch, vieles von dem, was du vor 8 Jahren gemacht hast, hast du jetzt heute einfach immer noch in anderer Form. Ja, also ich finde, man merkt halt auch, wenn man sich es mal so anschaut, dass es eben nicht immer das Gleiche ist, was man halt häufiger mal denkt, sondern dass da halt immer, das ist genauso wie wenn die Leute fragen, wie ich den Stil gefunden habe und so. Das klingt immer nach so, der Stil ist jetzt fertig, so, und so bleibt er jetzt. Ja, das ist halt nie der Fall. Also das ist eine ewige Findungsphase. Das geht halt immer weiter und dann kommt was Neues dazu, man lässt was weg und ja, so entwickelt sich das halt, aber das ist nicht von heute auf morgen irgendwie da und das ist auch nicht irgendwie fertig. Und manche finden es auch gar nicht. Ne? Es gibt auch Leute, die halt ewig lang dann nach ihrem eigenen Stil suchen. Aber ich glaube, das ist gerade das Problem, dass die so suchen. Ich habe nicht so danach gesucht. Ich habe einfach gemacht, was mir Spaß gemacht hat, und dann halt Sachen mit reingenommen, die ich gut fand. Und meiner Meinung nach entwickelt sich der Stil, indem man einfach macht und macht, was einem gefällt. Und nicht, weil man so verbissen danach sucht. Also das... Das sehe ich aber auch so. Das sehe ich genauso. Im Endeffekt, das hatten wir ja gestern tatsächlich auch schon ähnliche Form, ne? Übung ist es halt. Viel, viel üben, viel machen, viel probieren und einfach sich auch Neues zu trauen. Das ist halt auch so eine Sache. Es gibt ja auch viele, die sagen, okay, ich habe jetzt meinen Stil, den ich jetzt hier lang genug gemacht habe, ich will aber da gar nicht raus. Ich will nicht was Neues machen. Es ist halt schwierig, auf Jahre gesehen dann irgendwann Aufträge zu kriegen. Ist ja, denn man ist so berühmt, dass man einfach originale Bilder verkaufen kann, dann ist es egal. Ja, das stimmt schon. Ne? Aber selbst dann, also die großen Künstler haben auch alle sich weiterentwickelt. Also wenn man schon von Picasso redet und so, der ist ja eben bekannt, weil er nicht nur einen Stil hat, sondern weil er halt sich entwickelt hat und rumprobiert hat. Picasso war halt auch nochmal was anderes. Ja, aber das ist bei den meisten Künstlern aber so, wenn man sich ein bisschen wirklich damit beschäftigt. Kaum einer hat einen Stil, den er einmal so gemacht hat, und das war's dann. Ja, bei Picasso fand ich das so krass, wie viele Werke er eigentlich gemacht hat über sein Leben hinweg. Ne? Ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber es war tatsächlich sehr, sehr viel. Also er hat nicht nur, er hat da wirklich irgendwie teilweise mehrere an einem Tag fertiggestellt. Ja, wenn man nur eine Linie macht. Ja, gut. Dann kann ich das auch. Man muss es halt auch erstmal können, ne? So eine Linie. Ja, aber es ist halt sehr interessant. Ich war letztens in Barcelona. Das eigentlich noch, ja. Was denn? Ach, ich habe mich gefragt, ob die GoPro eigentlich läuft. Ja. Oder wolltest du irgendwas verheimlichen? Nee, alles gut. Mach ich sie kurz aus. Ja. In Barcelona gibt es ja dieses Picasso-Museum. Da ist sehr viele von seinen Kunstwerken ausgestellt. Das ist Wahnsinn. Ja, ich war da auch. Ja. Und ein neues Datum wurde jetzt festgelegt für die Sagrada Familia. Soll ja 2020 fertig sein, nachdem es dreimal verschoben wurde. Niemals wird die fertig. Ja, aber es ist ja schon fast fertig. Also es fehlen ja noch 2 Türme, glaube ich. Es hängt so ein bisschen davon. Und dann fliegen wir alle direkt vom Berliner Flughafen aus hin. Ich wäre dabei. Wenn es den Flughafen dann auch mal irgendwann gibt. Das wäre mal so eine Wette. Da kann man bestimmt drauf wetten, in irgendwelchen Büros. Was wird eher fertig? Die Sagrada Familia oder der Berliner Flughafen? Es gibt noch so einen Artikel, den wollte ich noch durchlesen, wo es dann darum ging, wofür der Berliner Flughafen derzeit eigentlich genutzt wird. Ich glaube, als Parkplatz, oder? Parkplatz, und es gibt dann irgendwie noch super viele Veranstaltungen da drauf. Super, super lustig auf jeden Fall.
Ja, Thoralf schreibt auch, wird mit Sicherheit noch vor dem Berliner Flughafen fertig. Bär. Wahrscheinlich. Ja. Das ist. Gut, man muss natürlich auch sagen, Sagrada Familia ist ja auch abhängig davon, was die Leute spenden, in so gesehen. Ne? Oder beziehungsweise auch was die Einnahmen sind, weil es halt eben nicht vom Staat finanziert wird, sondern rein aus Einnahmen, die halt eben durch die Leute kommen, die da hingehen, oder spenden von gemeinnützigen Organisationen etc. Also, wenn kein Geld reinkommt, können sie halt auch nichts bauen. Ne? Aber ja, der Gaudi war auch schon kein feiner Kerl, muss man sagen. Der hatte auch einen sehr coolen Stil. Das fand ich auch ganz interessant. Der hat nämlich seine Gebäude von der Statik her, hat er sie praktisch mit Seilen gemacht. Der hat praktisch Seile auf einer Plattform befestigt und hat dann die umgedreht, sodass die Seile lose runterhangen und ganz grob sein Gebilde bilden. Ja, es ist ja eigentlich keine Basilika mehr, aber seine Kirche praktisch. Und hat dann einfach da Säckchen dran gehangen, damit er darauf basierend sehen konnte, wie die Statik sein muss, damit er dieses Gebäude so bauen kann. Aha. Finde ich auch sehr interessant. Es war einfach umgedreht und dann halt Säckchen an die einzelnen Fäden. Christine fragt, was ist, wenn du die Farben ändern möchtest und bist du da generell eigentlich festgelegt oder du hast ja auch erzählt, du hast immer so ein bisschen Farbpaletten oder auch über Capture CC holst du dir gerne mal Farbpaletten. Wie ist das jetzt in dem Fall? Woran orientierst du dich von Also der Farbgebung? der Vogel jetzt ist ja eben eigentlich ein kein Adler, sondern ein roter Milan. Und der ist einmal mal relativ realistisch angelegt. Also das grundsätzlich diese grobe Hintergrundfarbe, die ich angelegt habe, die basiert halt auf den echten Farben von dem Vogel. Und von denen ausgehend mache ich das ehrlich gesagt sehr spontan. Also was mir gefällt, was ich häufig mache später immer noch, ist, dass ich so Kontrastfarben setze. Das wäre halt jetzt hier typisch so, dass ich irgendwie mit Türkis oder Zyan oder sowas reingehe. Sieht man hier zum Beispiel am Auge, das ist jetzt noch nicht so richtig grell, aber hier ist eigentlich plötzlich ein Blauton drin, der natürlich nicht original von dem Vogel stammt. Es kommt aber drauf an, will ich, dass es natürlicher aussieht oder will ich, dass es ein bisschen funky aussieht. Was ich halt bei Kundenanfragen häufiger habe, ist, dass einfach bestimmte Farben vorgegeben sind. Also, dass ich halt eine bestimmte Farbe verwenden muss. Was auch okay ist für mich, also ist jetzt nicht irgendwie schlimm. Kann ich mich dann auch darauf einstellen. Ich auch voll ganz nachvollziehen. Ne? Und selbst wenn es abstrakt wäre, wäre es ja auch nicht schlimm. Im Endeffekt bist du der Künstler. Ne? Freie Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, was ich halt so spannend finde, gerade bei dieser, ja, wenn wir jetzt einen Namen hätten, hätte ich jetzt diesen Namen jetzt hier eingefügt an dieser Stelle. Ja, du hast eine Auswahl. Ich habe eine Auswahl. Okay, dann nehme ich schon was Neues, nämlich das von Dr. Jekyll Hyde, Tribal Tests von Tessellated. Ach so, hä. ist auch ein cooler Name, muss man sagen. Und Kai hat geschrieben, es erinnert ihn voll an Mandala-Malerei. Mandala, Mandala, okay. Kennst du nicht diese Mandalas von Ja, früher? klar, ich Mandala. Ich habe auch schon, also ich meine, das bei für dieses Warsteinerglas ist im Grunde ja ein Mandala, Ja, aber stimmt eigentlich. ich sehe es jetzt nicht unbedingt hier drin. Also es hat ein paar Teile, aber gut, ich meine, hast du ja immer, ne, wenn du was Symmetrisches machst und gerade eben mit runden Formen spielst, geht es auch ein bisschen Richtung Mandala, aber du hast ja so viele verschiedene Features, würde ich jetzt mal sagen, in deinem Stil, die das Ganze nochmal einzigartig machen. Ne? Also ich mag ja Distorted-Effekt, könnte man das so nennen. Dieser Glitch-Effekt, dass du halt Meinst du, eben. dass das so ein bisschen aufgesplittert ist und Genau. ja. Gibt es da einen Namen für? Nee, vor allem das mache ich ja noch nicht seit langem. Okay. Also das ist eben so Aber ein ist es nicht so bisschen. Distorted-Effekt? Sorted? Wie nennt man das? Ich würde es gerne Wieso Glitch. muss man das alles benennen? Also ich Ja, damit meine. du es halt, wenn du darüber sprichst, auch sagen kannst, das habe ich gemeint und nicht das, was du um 12:29 Uhr gemacht hast an dem 19. September. Das eine meine ich. Ich weiß nicht. Man muss nicht alles benennen, aber warum nicht? Ich meine, dann kannst du es ja nach dir benennen und wenn jemand anders diesen Stil macht, kommt jemand um die Ecke und sagt, hey, das ist so der Andreas-Preis-Stil. Ne?
Ja, genau, aber das funktioniert ja auch, indem man sagt, hey, das ist der Andreas Preis-Stil. Naja. Da ist wenigstens klar, dass es von mir ist. Und wenn du jetzt mehrere Stile hast? Ja, das ist wieder so eine Sache. Dann ist der Andreas Preis-Stil 5, oder? Version 5.3, um genau zu sein. Ich mal Redi einfach durch. Genau. Für all diejenigen, die übrigens über YouTube zuschauen, kommt doch rüber zu uns auf den Stream auf adobelive.com, da könnt ihr nämlich direkt mit uns mitchatten. Und, also, sag mal, da wird schon fleißig gechattet, aber wenn ihr natürlich gerne mitchatten wollt, und das wäre natürlich eine super Sache, weil dafür machen wir das Ganze hier, damit ihr interaktiv mit unseren Gästen hier bei Adobe Live mitchatten könnt, eure Meinung zum Preis geben könnt. Meinung zum Preis ja, geben könnt. Ja, das war ein gutes Wortspiel, das ich mir sehr lange überlegt habe. Na, und wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ne? Also der lieber Andreas ist ja auch dafür da, dass er euch eure Fragen beantworten möchte. Und andersrum könnt ihr ihm natürlich auch Tipps geben, wenn ihr zum Beispiel auch zu Hause ein Cintiq benutzt, wenn ihr eben auch ähnliche Sachen illustriert oder einfach nur bei Photoshop ein paar Sachen habt, wo ihr sagt, hey, guck mal, probier das doch mal aus, das würde ganz gut passen zu dir. Und wenn ihr Fragen habt, natürlich auch. Ja, Tim, Tim schreibt Slow Clap Chat. Ja, wie gibt's noch dieses, ja, dieses, kennst du dieses? Wow. I'm so impressed. Ach so. Ja. 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 Ach, oh, Christine, es tut mir jetzt echt leid, dass wir dich jetzt hier aufhalten. Aber schön zu hören, dass du voll bei der Sache bist. Wir verraten es auch keinen. Psst. Wäre es nur ein bisschen blöd natürlich, wenn. Das ist hier eine Vorlesung, muss man. Genau, nee, aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwie einer deiner Arbeitskollegen da mitguckt und dann sagt, aha. Aber das glaube ich nicht. Tim saß letztes Mal immer in Vorlesungen. Ich weiß nicht, was er jetzt gerade macht, aber. Der Tim, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, der studiert immer noch, muss aber gleich mal in die Kommentare. Das war schön formuliert. Der Tim studiert immer noch. Ja, man kann nie auch studieren. Nee, nicht, wenn man die ganze Zeit Adobe Live guckt. Ja, eben. Sorry, Tim, ne? Wie war das gestern? War das doch jemand, ich glaube, wie war das der Kevin? Ich weiß nicht mehr genau. Einer, der geschrieben hat, er müsste eigentlich in 2 Tagen seine Bachelorarbeit abgeben und stimmt, schaut ja, die ganze Zeit Adobe Live. Stimmt. Aber stimmt, Semesterferien sind ja gerade. Fängt ja auch erst wieder Mitte Oktober an, das Semester, in den meisten Unis. Das stimmt allerdings. Ja. Und was ich mich ja frage ist, vielleicht könnt ihr das auch mal in die Kommentare schreiben, wo ihr, weil das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, habe ich das Gefühl, wo bekommt ihr denn immer mit, wenn Adobe Live ist? Aber wir versuchen das ja über ganz viele verschiedene Channel zu machen und ich habe jetzt auch traurigerweise gestern gehört, auch von der Marine, glaube ich, dass nicht alle zum Beispiel die Umfrage bekommen haben, obwohl ich extra dafür sorgen wollte, dass jeder, der bei Adobe die Newsletter bekommt, auch die Umfrage bekommt. Ich weiß nicht, liebe Marine, wenn du in irgendeiner Form den Newsletter abbestellt hast, kann es natürlich sein, dass du das nicht bekommst, aber normalerweise hätte es jeder bekommen sollen, deswegen sorry dafür. Und du kannst mir natürlich gerne das Feedback nochmal schicken, wenn du magst. Und genau, würde mich aber sehr interessieren, worüber ihr eben dann immer guckt, wann das nächste Adobe Live ist und wo ihr es immer überall mitbekommt überhaupt. Ne? Also Mail kann ich mir gut vorstellen, ich sehe auch hier schon, ein paar haben jetzt auch schon geschrieben per Mail. Kai schreibt per Mail, Anthony schreibt Instagram und Tim auf Behance Streams. Dr. Jacqueline Hyde sagt auch per Mail. Daniela per E-Mail. Diesmal hat sie keine bekommen. Aber zum Glück über den Designboten erfahren. Ja, lustig. Also normalerweise schicken wir. Ah, es kann aber auch. Das ist so eine Blog bzw. eine Website für Designer. Mhm. Wir machen ja auch gerne mal Werbung extern auf externen Plattformen, weil es jetzt eben wie bei der Daniela zum Beispiel war, dass es nicht jeder mitbekommt. Aber das kann natürlich sein. Wir gucken nämlich auch intern, dass wir nicht zu viele Werbemails und Newsletter pro Woche verschicken. Sonst wird man erfolgsperren, weil wir sind ja nicht die einzige Abteilung hier beim Adobe, die Newsletter verschickt. Und ich glaube, es ist intern so, dass man nur eine bestimmte Anzahl an Newslettern und E-Mails von Adobe pro Woche bekommen kann. Ich weiß nicht, wie viele, 1, 2 oder sowas, damit es halt auch nicht die Überflutung ist und die Leute nicht genervt sind von den Mailings, aber
Da gibt es auf jeden Fall eine Regelung und eine Obergrenze. Und alle, die halt eben dann schon in dem Zeitraum was bekommen haben, bekommen dann halt erst wieder im Nachgang Mailings. Ah, okay. Enzi hat auch eine Benachrichtigung über unsere Creative Cloud App bekommen, also eine Push-Benachrichtigung, so eine Notification. Heiko schreibt per Mail, aber er hat auch die Umfrage bzw. das Gewinnspiel nicht bekommen. Das tut mir echt leid. Also irgendwie, weil wir haben es tatsächlich an fast alle rausgeschickt bei uns bei Adobe, dass jeder die Möglichkeit hat. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber es wird nicht das letzte Mal sein, wenn man eine Adobe Creative Cloud Lizenz gewinnen kann. Wir machen ja regelmäßig hier ganz viele Geschichten, bei denen man mitmachen kann und mit denen man eben die Möglichkeit hat, da mitzumachen und zu gewinnen. Genau, Christine schreibt auch Mail und YouTube, Facebook. Ja, schön, dass ihr da auch ganz viel Feedback schreibt. Das finde ich sehr schön gerade. Aber viele haben anscheinend die Umfrage nicht bekommen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, weil ich wollte gerade euch, liebe Zuschauer, da drin haben, dass ihr euer Feedback abgeben könnt. Aber wir werden wahrscheinlich nochmal eine machen in einem halben Jahr oder so. Und dann sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Und werde dann auch nochmal dafür sorgen, dass wir dann in dem Adobe Live, das irgendwie ein Zeitraum ist, dann nochmal den Link mit euch teile, dass ihr dann auf jeden Fall da mitmachen könnt. Und dem schreibt, sind wir dann jetzt wöchentlich live? Ja, schön wär's. Ja, wenn wir jetzt jede Woche live wären, hätte ich auch richtig Lust drauf. Leider wird das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber es wird auf jeden Fall ein paar coole Neuerungen geben, die wir jetzt auch immer wieder ausprobieren werden mit verschiedenen Themengebieten, mit verschiedenen inhaltlichen Gebieten. Also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Wir werden da einiges ausprobieren. Die nächsten zwei werden jetzt erstmal fokussiert sein auf die Macs. Na, wir haben jetzt im Oktober ja ganz groß, kommt ja die Adobe Max. Das ist unser jährliches Riesen-Event zu Creative Cloud, falls ihr es nicht kennt. Bei denen die ganzen Neuerungen vorgestellt werden. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie die WWDC von Apple, wie früher dann eben Steve Jobs auf die Bühne kam und gesagt hat, one more thing. Nur halt eben, dass es nicht Apple ist, sondern Adobe und natürlich coole Apps vorstellt. Und natürlich werden auch dieses Jahr ganz coole neue Sachen vorgestellt, von denen ich auch ganz gespannt bin, wie ihr sie finden werdet. Ich darf leider noch nicht so viel verraten, ihr wisst ja, wie es ist. Aber es wird auf jeden Fall einiges auf euch zukommen. Und was ich vor allen Dingen schön finde, sind die Neuerungen, die bei Photoshop kommen werden. Weil da hat sich einiges getan. Und der Rufus hatte auch, glaube ich, letztes Mal so eine Sneak Peek geteilt, die ich auch sehr interessant fand. Könnt ihr euch mal ansehen. Bei der das neue Content-Aware-Filling vorgestellt wird. Also die Möglichkeit, dass du einen Bereich einfach auswählst und sagst, bitte diesen Bereich intelligent füllen. Ja, beispielsweise, du bist am Strand mit deiner Freundin oder Ex-Freundin und sagst, ich will die Ex-Freundin da jetzt aber raus haben und nur mich selbst am Strand haben, kannst du einfach die Freundin praktisch umranden, markieren und dann sagen, bitte ersetz mir diese Freundin mit Strand und Meer. Sehr schönes Beispiel. Ja, finde ich auch. Get rid of your ex. Und da finde ich es sehr, sehr spannend, dass sich da einiges getan hat, dass man nämlich jetzt vor allen Dingen auch die Möglichkeit hat, als Zwischenstufe selbst auszuwählen, aus welchen Bereichen sich Photoshop das Füllmaterial besorgen soll. Du kannst per Maske dann einfach sagen, nimm jetzt nur Sand, weil ich will da keinen mehr haben an der Stelle, oder nimm jetzt nur den Bereich und dann nimmt Photoshop automatisch diesen Bereich und baut dir daraus diese Fläche wieder zu. Bin ich echt sehr gespannt drauf, weil das würde ich sehr, sehr gerne ausprobieren. Und ja, Olivia muss kurz weg zum Essen. Dann guten Appetit. Ich hoffe, wir sehen uns später noch. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, die wir jetzt hier mit dem lieben Andreas verbringen. Danach geht es nämlich weiter mit der Lara Paulussen und dem Rufus, die auch sehr, sehr coole Sachen zeigt, vor allen Dingen zum Thema animierte GIFs. Und heute Abend, da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf, müsst ihr auf jeden Fall nochmal einschalten mit der Dagmar. Und mir dann wieder, wo es zum Thema Motion Design geht und wir uns nochmal angucken, wie man, und da bin ich ganz gespannt drauf, wie man Glitches erstellt, wie man nämlich im Motion Design Objekte und Video verglitschen kann. Das will ich unbedingt mal machen.
Und es wird natürlich noch mehr coole Sachen geben, aber genau. Bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt eben noch sehe ich, dass Andreas, wie hast du es genannt? Was für ein Vogel war das? Sorry. Ein roter Milan. Ein roter Milan. Ja. Ist das eine Adlerart oder ist das überhaupt kein Adler? Kein Adler. Das ist kein Adler. Was kein für eine, Adler. Was für eine Gattung ist das? Keine Ahnung, ein Greifvogel. Die gibt es halt, also die gibt es auch bei uns hier eigentlich, aber hauptsächlich, also in den Alpen gibt es die halt sehr viel. Ah, okay. Lass dich also aus deiner Ursprung. Aber das wird auch sicher, wenn ich das irgendwo poste, wird das natürlich auch vertaggt mit Adler, weil einfach Adler definitiv mehr gesucht wird. Ich wollte gerade sagen, es wird, glaube ich, kaum jemand. Wird sich nicht lohnen, wenn. Ich suche jetzt mal einen roten Milan. Und ich hatte halt zum Beispiel, wie ich auch drauf kam, unter anderem, ich habe für so eine Longboard-Firma Adler gezeichnet. Und das war relativ viel Arbeit, bin ich auch ziemlich zufrieden damit. Nur das ist jetzt ein Motiv, das auch gerne mal angefragt wird für verschiedene Sachen. Und da das aber tatsächlich für die direkt entstanden ist und auch in Zusammenarbeit mit so einem Designer, will ich es halt eigentlich nicht für wen anders verwenden, außer für mich selbst vielleicht. Und deshalb mache ich jetzt einmal einen neuen. Und wenn wieder jemand einen Adler braucht, der fliegt, dann habe ich halt den hier. Schön. Das ist ganz praktisch. Das ist doch sehr schön. Dagmar hat geschrieben, eigentlich lösche ich alle Benachrichtigungen und Mails. Jetzt habe ich mir mal eine angesehen und bin hier gelandet und mir gefällt das echt gut, sehr interessant. Vielen Dank, das ist sehr schön zu hören, liebe Dagmar. Wir hoffen natürlich, dass du auch öfter da bist. Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, ne? Gerade jetzt wegen dieser ganzen GDPR-Geschichte, diese ganzen Datenschutzverordnungen, die da neu erstellt wurden, ist das jetzt alles auch so ein bisschen komplizierter geworden und man darf die Leute ja auch nicht mehr irgendwie benachrichtigen, was ja auch okay ist. Es ist ja auch alles irgendwie, hat ja auch Hand und Fuß, dass man da auch Leute nicht bedrängt und Co. Und es wird ja auch keiner gezwungen, ne, da irgendwie da mitzumachen. Man kann sich auch jederzeit von dem Newsletter und Co. abmelden. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich schön, wenn ihr dabei bleibt, dann kann ich euch nämlich immer benachrichtigen, wenn das neue Adobe Live kommt. Aber genau, es gibt ja ganz viele verschiedene Channel, über denen wir das posten, über Instagram zum Beispiel, über Photoshop, ach, über Photoshop, über Facebook, fast dasselbe wie Photoshop, nein. Und natürlich per Mailing, wir suchen uns auch natürlich ab und zu eben ein paar externe Dienstleister und Blogs und Co. aus, auf denen wir das versuchen zu posten. Wir haben ja auch unseren eigenen Blog, auf dem wir das immer posten. Und schlussendlich, und da kann ich euch eigentlich den einfachsten Tipp geben, wenn ihr keine Lust habt oder wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr die Sachen bekommt, geht doch einfach auf unseren YouTube-Channel auf adobe.de und abonniert den und also aktiviert die Glocke. Diese Glocke, die es da unten gibt. Die YouTuber sagen es immer. Ja, klickt auf Abonnieren und aktiviert die Glocke. Weil dann bekommt ihr nämlich immer, wenn ihr auf YouTube seid, oben rechts eine Benachrichtigung, wenn wir live sind. Und das finde ich immer ganz schön. Das habe ich mir tatsächlich jetzt auch bei Rocket Beans mal einfach mal gemacht, weil man dann immer mitbekommt, wenn ein Livestream ist, und so viele verschiedene Livestreams haben wir in Deutschland ja nicht. Wir haben einmal, ich glaube, ab und zu zum Thema Stock haben wir ein bisschen was, was auch sehr, sehr interessant ist, oder ein paar Webinare, die sind aber relativ sporadisch und die meiste Zeit sind wir eigentlich dabei. Das heißt, ihr könnt die eigentlich gar nicht verpassen, solange ihr ab und zu mal auf YouTube schaut oder wenn ihr auf YouTube generell die Benachrichtigung habt. Aber würde mich sehr freuen. Ne? Also wie gesagt, gerne abonnieren, dann bekommt ihr es auch immer mit und gerne auch die Glocke aktivieren. Und generell, wenn ihr Feedback habt, immer gerne zu uns. Also ihr könnt das entweder direkt unter die YouTube-Streams schreiben, ihr könnt das auch gerne hier bei uns im Chat schreiben, wenn ihr auf adobelive.com seid. Ihr könnt mir auch unter Instagram einfach mal eine Nachricht schicken. Die Marie macht das zum Beispiel ganz gerne. Die Ancy macht das auch ganz gerne, wenn irgendwas ist. Und das finde ich immer ganz toll. Die Ancy zum Beispiel hat mir letztens super cooles Feedback gegeben. Da gab es nämlich einen Kanal von Adobe, beziehungsweise hat sich jemand als einen Adobe-Instagram-Kanal ausgegeben und einfach mal unsere Designs geklaut und sich eine eigene Seite eröffnet, irgendwo im Iran. Und die liebe Ancy hat uns darauf aufmerksam gemacht. Deswegen an der Stelle nochmal vielen Dank dafür. Da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal mit unserer Rechtsabteilung gesprochen und die kümmern sich da gerade drum. Wenn ihr Feedback habt, immer her damit. Dafür ist es da. Von daher, ihr entscheidet, was wir hier machen. Ne? So, und jetzt mal zurück zu dir. Jetzt habe ich nämlich wieder sehr, sehr viel geredet und du konntest dich auf deine Sache konzentrieren. Aber die liebe Community will ja mitbekommen, was du da so machst. Und du schraffierst ja gerade wieder. Ja, das ist immer
Ich muss aber auch sagen, ich finde es viel cooler, dass es eben keine mit Lineal gezogenen Linien sind, sondern halt, dass du wirklich so leichte Abweichungen hast. Das sieht man jetzt auch hier so ein bisschen gerade. Ja, also je näher man rangeht, desto besser sieht man, dass da halt eigentlich immer kleine Fehler drin sind. Ja. Das macht das Ganze halt auch so ein bisschen, wer hatte das eben gesagt, dudeliger. Ja, was übrigens auch dazu kommt, ist, würde ich das so nicht machen, dann könnte ich es natürlich auch analog nicht. Und dann könnte ich zum Beispiel auch sicher keine Gegenstände oder Wände bemalen. Mhm. Und das macht halt, wie gesagt, ein Drittel bis zur Hälfte meiner aktuellen Arbeit eigentlich aus. Mhm. Und das geht halt nur, weil ich eben Teilen halt auch so kann. Natürlich könnte ich jetzt, weil ich es schon kann, auch auf Illustrator springen, aber nee. Nee, machen wir nicht. Bringt keinen Vorteil für mich. Genau. Rita fragt gerade, welches Tablet du benutzt. Das ist eine Frage, die öfter gestellt wird. Vielleicht nochmal an der Stelle. Der liebe Andreas benutzt ein Wacom Cintiq, auch zu Hause. Also das fast dasselbe Modell, wenn nicht sogar das Modell, was du jetzt hier gerade siehst. Also vor allem, weil ich verwende zu Hause den Touchscreen eigentlich nicht. Den habe ich immer deaktiviert. Mhm. Deshalb im Prinzip genau das hier. Genau. Aber ich habe auch ein iPad und ein Surface Pro. Ja. Und ich arbeite auch mit denen jeweils gelegentlich. Ja. Ja. Also eher, wenn ich unterwegs bin. Ja. Daniel hat geschrieben, ja, Chan, du musst noch sagen, lass ein Like da, damit der YouTube-Claim komplett ist. Ja, das stimmt. Das sagen lass sie ein immer. Like da. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt auf Abonnieren, aktiviert die Glocke und lasst uns doch ein Like da. Wenn nicht, dann kommentiert doch mal da drunter, was euch nicht gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das hat man noch so immer. Immer dieser Screen, der danach nach dem Video kommt. Ja, mittlerweile, hier unten. Ja, aber mittlerweile sind die auch schlauer geworden. Also was ich manchmal sehr, sehr cool finde tatsächlich. Ihr müsst euch mal von Julian Bam das Last Christmas Video ansehen. Da hat er praktisch 10 verschiedene Musikversionen von Last Christmas in verschiedenen Stilen gemacht, mit Scooter oder im Stil von irgendwie von der Malle Party oder so. Also richtig lustig gemacht. Und er sitzt dann halt mit den anderen YouTubern aus seiner Clique da, mit dem Rezo und ich weiß nicht mehr, wie sie alle heißen, aber mit denen sitzt er dann da und die sitzen dann so im Weihnachtslook mit ihren Pullis da und haben dann so Tassen in der Hand, die heiße Schokolade, und auf jeder Tasse steht halt ein Wort, und auf der einen Tasse steht halt abonniere, auf der anderen steht halt unseren, und dann als letztes Kanal. So ganz unauffällig trinken sie dann immer aus der Tasse. Ist ganz schön gemacht. Und auch super schlau, weil du findest es dann irgendwie lustig und amüsant und dann machst du es vielleicht auch. Ich habe auch echt kurzzeitig überlegt, das mal zu tun. Hab's auch dann gemacht irgendwann, weil die halt echt das gut machen. Nee, Tim, ich bin kein waschechter YouTuber, aber das ist natürlich auch Teil meines Jobs, so ein bisschen da reinzugucken, wie das Ganze funktioniert. Weil wir letztendlich auch wollen, dass die richtigen Leute auch unseren Stream sehen. Na? Und ich werde jetzt hier nicht anfangen, das jedes Mal zu wiederholen, vielleicht auf die eine oder andere Weise, ja, aber außer ihr wollt unbedingt, dass ich das mache. Wenn euch das gefällt, dann abonniert doch hier unseren Kanal. Ja, aber bei YouTube ist es immer ganz, ganz lustig. Christine schreibt, Last Christmas klingt nach Folter. Es ist tatsächlich ganz lustig. Also sogar meine Chefin kennt das Video und hat gemeint, sie fand das super, super lustig. Und also kann ich nur empfehlen. Ist echt sehr amüsant. Also Julian Bam macht auch tatsächlich sehr, sehr entertaining Videos, sehr interessante Videos. Auf sehr hohem Niveau. Auch übrigens alles mit Creative Cloud. Muss man mal an der Stelle sagen. So. Schön. Hast du noch eine Version, wo du die Schraffuren ausblenden kannst, kurz? Dass man nochmal sieht, wie es plain aussieht. Das würde ich mir gerne auch nochmal ansehen. Falls du sie hast. Falls. Also bis auf. Sorry, Laura. Genau. Laura hat gesagt, sie hat einen Ohrwurm jetzt von Last Christmas. Entschuldige, was wolltest du sagen? Unterm Schnabel an der Stelle, da habe ich auf der falschen Ebene gezeichnet. Ja, das ist nicht schlimm. Das aber ansonsten, ja, das ist mit Schraffur, das ist ohne Schraffur. Das wäre auch sowas, was ich immer wieder überlege, ich könnte ja auch mal so machen. Mhm. Das ist halt Wahnsinn, was für einen Unterschied das macht. Ne? Also wie das Bild auf einmal ganz anders wirkt. Ne? Von Aquarell auf technische Zeichnung zu ja, Glasmosaik und dann hin zu deinem eigenen Andreas Preis. Wenn man gehen würde, wäre es halt so zu machen. Das ist natürlich auch mega cool. Aber, ja. Das sind also die Sachen, die ich immer so ein bisschen rumspiele.
Ja, Enzi sagt auch ganz richtig, ohne Linien sieht das auch mega cool aus. Ich finde, egal in welcher Richtung du das machst, ob du es jetzt irgendwie was rauslässt oder die Schraffuren reinmachst oder rausmachst, es wirkt halt immer, irgendwie wirkt es irgendwie trotzdem super cool, muss man sagen. Ne? Ja, was halt noch fehlt, also ich werde eh nicht fertig da bis morgen, aber was sowieso noch fehlt, sind die Schatten und die machen es dann noch mal ein bisschen interessanter, finde ich. Die kannst du uns ja morgen nochmal zeigen. Ich Das kann fange gerade man mal ein uns ja bisschen morgen an. Ich weiß gar anreißen. nicht, wann kommt eigentlich jetzt Schlafer. Ja, wir haben jetzt noch 3 Minuten. 3 Minuten. Ja, deswegen Wenn würde wir ich schon sagen, mal. lass uns das doch morgen nochmal am Anfang zeigen. Beziehungsweise kannst du ja heute Abend nochmal ein bisschen gucken, ob du noch was Ja, ich bisschen mache schon noch was, reinmachst. würde. Aber fertig werde ich nicht mit dem Ding. Das ist ja auch nicht schlimm, ne? Aber im Endeffekt geht es ja auch vor allen Dingen darum, weil morgen wollten wir uns ja ansehen, wie du dann das Projekt letztendlich in Behance und auf Portfolio reinpacken würdest. Ja. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz interessant. Das ist immer ein Schritt, den man nicht auslassen sollte. Wir haben es uns ja am Anfang der Sendung nochmal angesehen. Und gerade das ist ja eigentlich auch das Wichtige, ne? Dein Projekt kann so gut sein, wie du möchtest. Wenn es keiner sieht, bringt es dir halt auch nichts. Im Endeffekt ist das ja auch so ein bisschen das Ziel. Die Leute sollen es ja sehen. Und du möchtest ja auch gerade als freischaffender Künstler, dass du daraus resultierend neue Projekte an Land ziehen kannst, weil es die Leute interessiert. Auf jeden Fall für alle, die jetzt noch zuschauen und die neu dazugestoßen sind, vielen Dank, dass ihr da seid. Wie gesagt, der Stream geht ja noch jetzt weiter, also nicht abschalten. Wir machen in 2, 3 Minuten machen wir eine kleine Pause und um 2 Uhr geht es dann weiter mit der Lara und dem lieben Rufus. Da geht es ums Thema animierte GIFs. Und heute Abend geht es nochmal zum Thema Motion Design mit der lieben Dagmar darum, dass wir uns auch mal einen Glitch-Effekt angucken. Und sie hat gesagt, eventuell schaffen wir es heute, uns auch nochmal anzusehen, wie man denn ein cooles Logo animiert. Da bin ich auch ganz gespannt drauf. Das werde ich mir auf jeden Fall alles hier nochmal anschreiben. Ihr könnt natürlich jederzeit die Videos auch im Nachgang auf YouTube ansehen, wenn ihr mal irgendwie einen Stream verpasst habt oder euch nochmal was ansehen wollt. Die sind alle, sobald der Stream jeweils immer vorbei ist, sind die dann direkt auch live auf YouTube zu sehen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr möglichst lange da bleibt, müsst ihr aber nicht. Jeder hat zu tun und kein Mensch kann irgendwie 8 Stunden in einem Stream sitzen, außer Außer wir. Tim. Genau, außer Tim. Der schafft das doch immer wieder. Und genau, ansonsten sage ich schon mal vielen lieben Dank. Wir sehen uns um 4 Uhr wieder. Der liebe Andreas macht hier noch weiter mit seinen Schraffuren. Nee, ich habe jetzt mal so ein paar Schatten gesetzt, dass man das noch sieht. So und so. Das macht halt, finde ich, dann schon nochmal was aus. Wird dann nochmal deutlich plastischer. Und eigentlich, dann kommen noch Lichtkappen oben hin. Nicht. Wenn ich jemals fertig werde, aber ja. Ah ja. Wie viel ist es jetzt? Naja. Ja, da ist noch 1 Minute. Dann müssen wir aufhören. Eine Nee. Minute nur. Ja, halbe tatsächlich. Dann höre ich jetzt auf. Das ist also überhaupt kein Stress. Oder? Aber du kannst noch mal vielleicht ein bisschen rauszoomen, dass man es nochmal im Ja. Vollbild sieht. Vielleicht auch noch Ja. mal ohne Interface. Da sehen wir jetzt auch schon die Lara. Ich mache jetzt mal ganz kurz hier So. rüber mit meinem Duct Tape platzierten Ding hier, das hat echt gut gehalten, das ist ja krass. Und dabei habe ich es nur ganz leicht drüber gelegt. Guck mal hier, meine Erfindung, lieber Rufus. So kreativ. So, sieht man nämlich hier So schon ist das die Ganze. Lara und den Rufus. Ich hoffe, man sieht sie. Okay. Aber sollte man in unserer Küche. So. Ja, auf jeden Fall, ich muss das jetzt mal kurz zurückstellen, weil sonst fällt mir das aus der Hand. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Jetzt geht es gleich weiter in 5 Minuten. Also nicht, ich sage immer, ich will immer nicht auflegen sagen, warum auch immer. Nicht wegschalten, bleibt einfach dran und gönnt euch einen Kaffee, geht kurz was auch immer ihr erledigen wollt und dann geht es gleich weiter mit Rufus und Lara zum Thema animierte GIFs und um 16 Uhr geht es dann weiter mit der Dagmar und mir zum Thema Motion Design und morgen natürlich wieder ganz frisch dabei alle zusammen. Ab 10 Uhr geht's los mit der Laura und dann sehen wir uns morgen um 12 wieder. Genau. Na? Vielen lieben Dank, dass du da warst Gerne. und liebe Community. Wir sehen uns später. Bis Na? morgen. Tschüss. Ciao. Tschüss.